Ja, vielen Dank, ja, dass ihr alle hier seid, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung, für die Vorstellung. Ich möchte euch heute zeigen, wie wir bei Mercurist technisch arbeiten. Vorab die Frage, wer von euch kennt Mercurist? Okay, mit so viel hätte ich jetzt nicht gerechnet. Also es sind schon eine ganze Menge. Da bin ich gespannt, was auch im Anschluss vielleicht für Fragen kommen. Dann kennt ihr im Endeffekt auch mit Sicherheit unser lokaljournalistisches Angebot sehr gut, gerade auch in Wiesbaden. Und jetzt lernt ihr hoffentlich auch mal einfach die technische Seite kennen, die geht sehr, sehr tief. Ich bin Marc-Anton Flor, ihr könnt mich gerne Anton nennen und auch gerne auf Twitter folgen. Und wir sind mit Mercurist vor 3,5 Jahren oder vor knapp 4 Jahren mittlerweile gestartet, haben insgesamt jetzt ein Team von 50 Leuten aufgebaut, unter anderem ein technisches Team, aber eben auch ein journalistisches Team, in Mainz, Wiesbaden und Frankfurt. Das sind unsere lokaljournalistischen Angebote. Was wir auch haben, ist eben eine Technologie, eine All-in-One-Solution, und die All-in-One-Solution, die bieten wir im Endeffekt Partnern an. Und ein paar Partner habe ich hier jetzt mal aufgeführt. Das können im Endeffekt auch lokaljournalistische Inhalte dort publiziert werden, aber es können eben auch thematische Inhalte publiziert werden. Von der Infrastruktur setzen wir in der Technik momentan zu 100% auf Azure. Das heißt, alles, was wir entwickeln, entwickeln wir für Azure, hosten es im Endeffekt auf Azure. Wir haben hier oben Mercurist.de, ist quasi eine ASP.NET MVC-Applikation auf Basis von Angular.js. Die Applikation kommuniziert dann über eine API mit unserer Azure SQL Database, also mit unserer Datenbank. Wir haben dann noch verschiedene Systeme zum Caching dazwischen geschalten. Wir haben einen CDN, einen Redis Cache. Der CDN zum Ausliefern von Skripten, von Bildern und. Den Redis Cache zur Entlastung der SQL-Datenbank. Das ist auch ein ziemlich tolles Teil, habe ich sehr zu schätzen gelernt. Dieser Redis Cache, das ist quasi ein Key Value Pair Storage, der in Memory funktioniert. Das heißt, wir die API-Requests, die gegen unsere Datenbank laufen, die werden gecached und über diesen Redis Cache und können dann im Endeffekt sehr, sehr schnell, also wirklich in Low Latency, zurück an den Browser ausgeliefert werden. Also das ist so im unteren Millisekundenbereich, teilweise unter einer Millisekunde. Und wir haben auf diesem Redis Cache momentan eine Auslastung von knapp 75 bis 100 Millionen Requests pro Tag. Also da kommt schon ordentlich was zusammen. Für die, die es nicht kennen, wollte ich kurz unsere Seite zeigen, aber dürften Sie alle im Großen und Ganzen schon gesehen haben. Ja. Also, wie gesagt, wir haben ein lokaljournalistisches Angebot. Wir machen ein paar Sachen anders, sage ich mal, als andere Lokalzeitungen. Wir denken das Ganze sehr, sehr digital, also eigentlich auch ausschließlich digital. Wir haben im Endeffekt keine Printausgabe. Was wir noch anders machen ist, wir beziehen den Leser seit Anfang an mit ein. Bei uns können Leser Themen vorschlagen. Das heißt, ihr beobachtet irgendwas Spannendes auf der Straße, ihr fragt euch, warum ist das so, stellt hier uns, wir nennen das Snip, schlagt uns dieses Thema in Form eines Snips vor. Und dann kommen eben die anderen Leser, sehen dann diesen Snip, können dann im Endeffekt diesen Snip bewerten und können sagen, sie wünschen sich gerne, wie zum Beispiel hier zu diesem Snip, sie wünschen sich gerne, der ist jetzt bei 100%, sie wünschen sich gerne, dass ein Journalist von unserer Seite dieses Thema ausarbeitet. Zusätzlich haben die Leser die Möglichkeit, Meinungen, Kommentare, Materialien, Informationen einfach zuzuliefern, aber auch Bilder, das wird auch rege genutzt. Das heißt, die Snip-Erstellerin hier jetzt in dem Fall, die Melanie Jung, die hat hier gleich auch zu dem Snip ein passendes Bild mit hochgeladen. Es gibt noch andere Bilder, die dann dazu passen. Und wir können im Endeffekt bei der Recherche, aber im Endeffekt auch dann bei der Ausarbeitung des Artikels auf diese Materialien zurückgreifen. Was wir auch anders machen, ist technologisch
haben wir eine eigene Tracking-Technologie entwickelt. Wir waren so knapp vor eben 3,5 Jahren an einem Punkt, wo wir uns überlegt haben, wie bestimmen wir die Qualität unserer Seite, unserer Inhalte, unserer Werbung, aber vor allen Dingen auch die journalistische Qualität. Was ist ein guter Artikel? Wenn er oft geklickt wird, wenn wir im Endeffekt mitkriegen, wie oft wird ein Artikel aufgerufen? Ja, welche Tracking-Tools gibt es draußen, ermöglicht es im Endeffekt, die Qualität von Artikeln zu messen? Und da sind wir relativ schnell an den Punkt gekommen, wo wir sagen, okay, wir müssen im Endeffekt wissen, was sieht der Leser? Also was sieht der Leser, wie nimmt er unsere Seite wahr? Und wenn wir jetzt hingehen und sagen, wir wollen dann zusätzlich auch noch personalisiert ausliefern, dann wird es schwierig. Normalerweise würde man meinen oder würde man im Endeffekt den Ansatz verfolgen, zum Beispiel nach Scrolltiefe zu gehen. Das heißt, man könnte zum Beispiel dann über eine Heatmap visualisieren, wie viel im Durchschnitt einfach nach unten gescrollt wird. Das könnte ein Indikator sein, wie gut im Endeffekt Artikel platziert sind. Je weiter nach unten gescrollt wird, umso besser ist im Endeffekt die Anordnung. Umso weiter nach unten gescrollt wird, umso besser ist ein einzelner Artikel. Das könnte ein Indikator sein. Damit haben wir uns allerdings nicht zufrieden gegeben, weil wir vor allen Dingen sagen, diese Elemente, die wollen wir tauschen, die wollen wir personalisiert austauschen und wir wollen das im Endeffekt auf wirklich die einzelnen Artikel wissen, wir wollen das auf die Elemente wissen. Deshalb haben wir eine eigene Entwicklung gemacht, eine eigene Tracking-Technologie entwickelt. Die Basis dieser Tracking-Technologie sehen wir hier. Das ist eine relativ einfache Basis. Einfach die Frage haben wir uns gestellt, können wir messen, was im sichtbaren Bereich des Lesers sich befindest des Browsers? Die Antwort ist ja und die Antwort ist auch gar nicht so arg kompliziert, weil es gibt da eben dieses Element Get Bounding Client Rectangle und da kann man eben über diese Bedingung hier unten, kriegen wir einen True oder False zurück, wir können ein Element übergeben und wir sehen dann auf JavaScript-Seite, ob dieses Element im sichtbaren Bereich aktuell ist oder nicht. Jetzt ist es natürlich eine Timing-Frage, wie oft lässt man diese Funktion jetzt laufen, auf welche Elemente und, dann wird es da auch relativ schnell kompliziert. Aber wir haben das Ganze abgerundet und auch das möchte ich gerne vorstellen. Was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe einen Entwicklermodus aktiviert, wo man eben diese Tracking-Technologie im Einsatz sieht. Hier unten rechts sehen wir einen schematischen Aufbau der Seite. Das ist im Endeffekt, die geht hier bis hier unten runter und dieser rote Bereich, der hier vorgehoben ist, das ist im Endeffekt aktuell unser Viewport. Das heißt, wir wissen ganz genau, was befindet sich, wo befinden wir uns in der Seite und wenn ich jetzt hier runter scroll, dann scrollt dieser rote Bereich entsprechend mit. Und was wir auch sehen in diesem Modus ist, an jedem unserer Artikel steht so eine kleine Zahl. Die Zahl, die wird im Endeffekt so ein bisschen vergrößern, die geht im Endeffekt hoch. Und zwar ist es ein Indikator dafür, wie lange ein einzelnes Element im sichtbaren Bereich gerade ist. Das heißt, wir bewerten das für Snips, wir bewerten das für Artikel, wir bewerten das für Werbung. Das heißt, auch die Werbung ganz oben, da zählt eben auch dieser Counter mit. So können wir zum Beispiel eine Abrechnung machen. Werbekunden zahlen bei uns nur, wenn die Werbung gesehen wurde. Also wenn sie nicht gesehen wurde, wenn sie wie auch immer ganz unten in der Seite klebt, dann wird nicht gezahlt, so einfach ist es. Und ein Artikelerfolg wird auch nur bewertet, entweder positiv oder negativ, wenn wir im Endeffekt wissen, ob der Leser diese Einblendung gesehen hat oder nicht und sich dann für einen Klick oder gegen einen Klick entschieden hat. Weil es ist nicht nur wichtig, was der Leser klickt, sondern für uns ist auch entscheidend, was der Leser nicht klickt. Des Weiteren haben wir das mit dem Artikel Detail gemacht, das heißt mit dem Artikel Text. Genau die gleiche Technologie verwenden wir hier, um im Endeffekt herauszufinden, was wird gelesen, wie weit wird gelesen, wie viel Prozent des Artikels wird gelesen. Und ich kann jetzt hier an dieser Stelle eine halbe Stunde auf der Seite sein und jeder Tracker würde irgendwie sagen, okay, ich war jetzt 30 Minuten auf der Seite, aber unsere Technologie sagt eben hier an der Stelle, ich kann nur die ersten beiden Abschnitte gelesen haben und selbst wenn ich jetzt hier schnell runterscroll, dann ist all der Text, den ich eben jetzt überscrollt habe, wurde nicht als gelesen markiert. Und das ist im Endeffekt der entscheidende Vorteil. Das heißt, wir können ganz genau bewerten, was im sichtbaren Bereich ist und was gelesen wird. Das funktioniert sogar noch viel besser auf Mobilgeräten, weil da der Viewport entsprechend kleiner ist, weniger Elemente auf einmal im Sichtbereich sind.
und wir dann einfach nochmal genauer tracken können. Da kommt mittlerweile, also in den drei Standorten, auch schon einiges zusammen an Daten und Informationen. Wir messen momentan 100.000 Viewable Impressions pro Tag. Das sind sichtbare Einblendungen, zum Beispiel von Artikeln, Werbebannern und. Das sind bis zu 650 Viewable Impressions pro Minute. Wir messen momentan, also wirklich gemessen, das sind keine Schätzungen, 7 Millionen gelesene Wörter pro Tag, bis zu 900 gelesene Wörter pro Sekunde. Und jeder Leser hinterlässt bei dem Besuch auf unseren Seiten 850 Teilinformationen. Das ist also ein Durchschnitt, 850 Teilinformationen, eine ganze Menge. Das resultiert dann gegen unsere Infrastruktur mit 350 API-Requests pro Sekunde. Und insgesamt haben wir 3,5 Milliarden Datensätze schon gesammelt, also in den letzten 2 Jahren. Was machen wir damit? Wir bauen einen Kosmos. Das ist erstmal sehr abstrakt. Ich gehe da jetzt auch ins Detail. Und zwar in diesem Kosmos, stellt euch vor, da sind all unsere Artikel drin. Es sind jetzt nur 3, aber sind dann im Endeffekt alle unsere Artikel, aber in einer ganz bestimmten Position. Das heißt, jeder Artikel nimmt in diesem Kosmos eine ganz bestimmte Position ein. Und was noch in diesem Kosmos ist, sind all unsere Leser. Auch die Leser haben eine ganz bestimmte Position. Und wie wir zu dieser Position kommen? Wir bauen intern eine Matrix auf, nämlich eine User-Item-Matrix. Items können sein Artikel, Werbung, also Ads, Purchases, GPS, also Location und viel mehr, also Metainformationen. Es können einfach hauptsächlich hier Items sein, alles, womit der Leser auch interagieren kann auf unserer Seite. In den Zeilen haben wir die Leser und dann füllen wir im Endeffekt hier aus, ob eine Interaktion stattgefunden hat. Das heißt, wenn ein Leser hier interagiert mit einem Artikel liest, dann füllen wir in dieser Matrix aus, dass er diesen Artikel gelesen hat und wir füllen nicht nur aus, dass er ihn gelesen hat, sondern auch, wie weit er ihn gelesen hat. Das heißt, wir sagen zum Beispiel 10%, 80% macht einen elementaren Unterschied und wir stellen dann auch schon Gemeinsamkeiten fest. Das heißt, es gibt Gemeinsamkeiten und zwar auf mehreren Ebenen. Es gibt nämlich Gemeinsamkeiten zwischen Lesern, also Leser werden untereinander vergleichbar, Leser lesen gemeinsame Artikel. Aber es gibt auch Gemeinsamkeiten bei Items. Das heißt, Items werden von gleichen Lesern gelesen. Und so bauen wir im Endeffekt diesen Kosmos auf. Ich demonstriere das gerade an einem Beispiel. 3 Artikel werden nacheinander von 4 Lesern gelesen. Wir haben jetzt wieder die gleiche Matrix wie eben, ein bisschen einfacher. Wir haben jetzt nur 3 Artikel, 4 Leser. Und wir gehen jetzt hin und sagen, Leser 2 und Leser 3 lesen Artikel A. Das sieht dann in der Matrix so aus. Und wo befinden sich jetzt in dem Kosmos Leser 2 und Leser 3? Genau an derselben Position. Exakt derselben. Die haben im Endeffekt keine Unterschiede. Beide haben im Endeffekt den gleichen Artikel gelesen. Eine einfache Sache. Jetzt sagen wir, Leser 3 und Leser 4 lesen Artikel B. Sieht es so aus? Dann stellen wir fest, dass Leser 2 und Leser 4 gleich weit von Leser 3 entfernt sind. Aber am weitesten ist im Endeffekt Leser 2 zu Leser 4 oder Leser 4 zu Leser 2 entfernt. Wenn wir das jetzt weitermachen und sagen, Leser 1 und 2 und 4 lesen Artikel C, das sieht dann so aus, dann kommt dieses Modell bei raus. Und wenn wir das jetzt im Endeffekt fortführen, dann wird es spannend. Vor allen Dingen wird es dann n-dimensional. Das heißt, wir können das hier gar nicht mehr abbilden, auf dieser zweidimensionalen Projektionsfläche schon gar nicht. Man kann das relativ gut in 3 Dimensionen noch dann visualisieren, da komme ich auch gleich zu. Aber wichtig ist, dass es tatsächlich n-dimensional wird. Wie viele Dimensionen gibt es dabei? Es gibt so viele Dimensionen, wie wir Items haben. Es gibt auch so viele Dimensionen, wie wir Leser haben. So einfach. Hier bin ich jetzt hingegangen und habe hab Artikel geplottet aus Mainz. Das sind im Endeffekt sehr erfolgreiche Artikel. An die 20.000, glaube ich, und das ist im Endeffekt, die sind so angeordnet über das Leseverhalten. Das heißt, die ordnen sich genauso an wie die Punkte, die wir eben gesehen haben, nur über ganz, ganz viele Leser und eben auch ganz, ganz viele Artikel. Ich bin jetzt hingegangen und habe diese Artikel
diese Punkte erstmal eingefärbt. Eingefärbt nach Kategorie. Das heißt, die blauen Artikel hier oben, das sind im Endeffekt unsere Blaulichtartikel, also klassische Polizeimeldung, Feuerwehr. Dann haben wir hier rote Punkte dazwischen, das sind Sportartikel, ist also sehr, sehr breit verteilt. Und wir haben hier unten rechts Artikel, das sind gesponserte Inhalte, also im Endeffekt werbliche Artikel, Content-Marketing-Artikel. Und dazwischen sind noch schwarze Punkte, die habe ich jetzt einfach mal nicht klassifiziert. Jetzt erkennen wir, in der oben rechts in der Blaulichtsektion gibt es einige rote Punkte. Das heißt, dort gibt es einige Sportartikel. Und die habe ich mir jetzt mal genauer angeschaut. Da gibt es zum Beispiel Spielerin vom TSV Schott tödlich verunglückt. Oder auch tragischer Todesfall bei Dortmund-Sieg. Das sind im Endeffekt Artikel, da haben sich unsere Journalisten entschieden, die in die Sportkategorie zu packen. Aber unsere Leser, durch ihr Leseverhalten, haben diese Artikel eben in die Blaulichtsektion geschoben. Also hier in der Visualisierung wird klar, das sind eher im Zweifel Blaulichtartikel, bewertet von unseren Lesern, als Sportartikel. Was wir auch festgestellt haben, oben links sind sehr erfolgreiche Artikel und sehr emotionale Artikel. Da geht es darum, ganz oben links ist im Endeffekt eine obdachlose Frau in Mainz ist gestorben vor einiger Zeit. Das hat sehr, sehr viele Leser bei uns bewegt. Genauso auch der Rosenmontagsumzug, ich glaube vor 2 Jahren wurde abgesagt. Da haben wir 3 Artikel zugeschrieben, das ist im Endeffekt hier auch in der sehr emotionalen Ecke. Das heißt, je weiter oben links, desto emotionaler sind die Themen. Das sehen wir auch hier bei der Spielerin vom TSV Schott, die tödlich verunglückt ist. Die befindet sich auch eher in diesem Vektor nach oben links. Und ganz unten sind dann irgendwo auch so Themen wie Kultur, Stadtentwicklung. Die haben wir da gefunden. Also das passiert nur dadurch, dass dieser Leser, also die Frage war, wie kann ein Leser den Artikel in diese Polizeisektion bringen? Das passiert nur durch sein Lesen, also passiv quasi. Also dadurch, dass er liest ein oder am besten mehrere Artikel. Das heißt, es passiert nur über das Leseverhalten. Also sie machen das nicht aktiv, sondern nur durch die Entscheidung, durch die Einblendung und die Entscheidung, auf den Artikel zu klicken, den Artikel zu lesen, passiert diese Klassifikation. Die ist also zu 100% passiv durch Algorithmen gesteuert, diese Anordnung der Artikel. Weil es Gemeinsamkeiten gibt. Weil zum Beispiel festgestellt wird, dass sie viel Polizeimeldungen im Endeffekt lesen und dass es andere gibt, die das eben auch tun. Also wenn es im Endeffekt, wenn viele Menschen diesen Artikel lesen, die eigentlich nicht an Sport interessiert sind, aber vermehrt an Polizeimeldungen. Das ist jetzt die einfache Erklärung. Also es ist tatsächlich wesentlich komplexer, weil es im Endeffekt tatsächlich über dieses Matrix-Modell funktioniert und dadurch im Endeffekt jeder einzelne Leser sozusagen, jeder Leser verschiebt im Endeffekt jeden Artikelpunkt mit durch sein Lesen. Und genauso ist es auch andersrum, jeder gelesene Artikel verschiebt im Endeffekt auch die Leser. Also es ist im Endeffekt ein sehr komplexes, multidimensionales Modell, das über diese Matrix abgebildet wird. Vielleicht kommen wir auch noch, vielleicht werden die Details auch noch klar im weiteren Verlauf. Das ist jetzt quasi der Kosmos, den wir eben schon gesehen haben. In 2 Dimensionen, was wir hier jetzt machen können, ist, also wir sehen hier, die blauen Artikel sind jetzt hier auch wieder unsere Blaulichtartikel. Was wir hier jetzt schön machen können, ist, das Ganze in 3 Dimensionen zu visualisieren und wir können hier drin auch suchen. Ich kann zum Beispiel hingehen und nach Blitzer suchen und kann dann feststellen, okay, es gibt hier irgendwo so ein bisschen diffus in der Mitte, gibt es im Endeffekt Artikel zum Thema Blitzer, Blitzermeldung. Wenn ich nach 05 suche, dann finde ich hier im Endeffekt auch
ein paar, zumindest hier unten links sieht man ein paar Häufungen, das sind also alles die rot hervorgehobenen Artikel, ein paar Häufungen von Mainz 05 Artikeln. Genau. Also die Artikel, die bleiben in der Datenbank. Also jeder Punkt, den wir hier sehen, das sind nicht die aktuellen Artikel auf der Seite, sondern das sind im Endeffekt auch historische Artikel. Und das Interessante daran ist halt auch, wir können auf Basis historischer Artikel und dem Leseverhalten auf historischen Artikeln, können wir immer noch lernen. Also die Daten, die Informationen sind immer noch da. Ein Artikel, der vor einem Jahr gelesen wurde und im Endeffekt eine gewisse Menge an Lesern angezogen hat, diese Information, wer hat diesen Artikel gelesen und was haben die Personen, die den Artikel gelesen haben, noch gelesen und was lesen die Personen heute, das sind immer noch Informationen, die immer noch Wert haben. Also die haben Bestand, genauso wie die Artikel selbst. Ja. Warum hat... Also komme ich gleich zu. Gut. Ja. Teilweise. Also die Frage war, ob die Leser registriert sind. Teilweise sind die registriert, genau. Ja. Komme ich auch. Ui. Ja. Nee, also wir haben einen zeitlichen Verfall, haben wir auf jeden Fall mit berücksichtigt, den haben wir drin. Aktualität ist im Endeffekt bei Nachrichten extrem. Also da unterscheiden wir uns auch. Also wir haben zum Beispiel, gehe ich ein bisschen raus, aber wir haben uns bei den Algorithmen sehr stark zum Beispiel bei den Netflix-Algorithmen orientiert. Aber wir haben einen Unterschied. Wir haben mehrere Unterschiede zu den Netflix-Algorithmen. Zum einen gibt es bei Netflix bisher ein aktives Bewertungssystem. Wir haben auch einen OH-Button, aber wir haben im Endeffekt sehr viel auf dieses passive Bewertungssystem gesetzt. Das heißt, nur durch dieses Lesen, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, wir haben diesen zeitlichen Verfall. Kinofilme sind im Endeffekt, die haben immer noch eine Relevanz. Da ist es nur entscheidend, hat man die gesehen oder nicht. Und bei Nachrichten ist es so, eine Nachricht, irgendwie eine Polizeimeldung von vor einer Woche ist schon uninteressant. Also die Lebensspanne eines Artikels ist normalerweise bei uns so 3 Tage und danach werden die uninteressant. Deswegen, aber die Informationen, die wir daraus gewinnen können, die sind eben, die bleiben erhalten. Ja. Ja. Sehr guter Punkt, vor allen Dingen, was auch die Bewegung, also wir nennen das Bewegung, also Bewegung von Artikeln, aber auch vor allen Dingen Bewegung von Lesern, also wie verändern sich auch Leser. Tatsächlich können wir Bewegung messen, weil wir im Endeffekt zu jedem beliebigen Zeitpunkt auch in die Vergangenheit diesen Kosmos wieder berechnen können und dann im Endeffekt sehen können, wie haben sich Leser bewegt oder auch wie haben sich Artikel bewegt. Absolut, genau. Also entweder klar, das Verhalten lenken oder im Endeffekt auch erkennen, schreibt man für die Audience, für die man schreiben will, also für die Community, für die man schreiben will, erreicht man die überhaupt? Und da kann man im Endeffekt ein Feedback gewinnen, ob man, ich sag mal, alles richtig tut. Also zum Beispiel, ja. Aber guter Punkt. Wofür waren denn die 3 Achsen? Die 3 Achsen, ja. Die 3 Achsen sind quasi, also was wir machen ist, das sind die, ich sag mal, also ich komme noch ein bisschen in die Richtung, aber die 3 Achsen sind eigentlich, wenn du mich jetzt so fragst, sind es die Hauptgründe, warum sich die Artikel unterscheiden. Das ist quasi eine Principal Component Analysis und wir haben im Endeffekt eine Matrix Factorization angewandt und haben das auf die 10 Hauptgründe reduziert und wir visualisieren hier jetzt die 3 Hauptgründe quasi. Das heißt, es sind die 3 Hauptgründe, die Artikel zu lesen. Das ist im Endeffekt die Reduktion hier an der Stelle. Es wird vielleicht auch noch mal ein bisschen klarer, wenn ich weitergehe. Genau, da sind wir beim Stichwort, beim Thema. Die Matrix Factorization, da gibt es viele Verfahren.
Wir nutzen dafür SVD, also Singulärwertzerlegung, und im Endeffekt SGD. SGD hat für uns den Vorteil, weil es sehr, sehr gut mit implizit erhobenen Daten und Informationen funktioniert und weil wir es vor allen Dingen iterativ laufen lassen können. Das heißt, das hat einen enormen Performance-Vorteil. Wir haben da extreme Datenmengen zu verarbeiten. In SVD ist es eben nicht so gut möglich. In SGD haben wir da sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Da gibt es einfach verschiedene Mechanismen, die uns da zugutekommen. SVD und SGD wird auch angewandt, zum Beispiel zur Gesichtserkennung. Das heißt, hier auf der linken Seite sehen wir jetzt Gesichter im Original und auf der rechten Seite wurde im Endeffekt eine Matrix Factorization angewandt und das bedeutet, dass hier auf der rechten Seite nur sozusagen die Hauptmerkmale, die diese Gesichter sozusagen eindeutig machen, hervorgehoben werden. Beziehungsweise alle anderen, also es wird quasi Noise gefiltert, alle anderen Merkmale, die nicht so interessant sind, die keine grundlegenden Unterscheidungskriterien, darstellen, die werden rausgefiltert und es bleibt auf der rechten Seite ein reduziertes Modell. Ein reduziertes Modell in Form von einer kleineren Matrix. Das heißt, wir können es überhaupt computen. Wir können im Endeffekt die Bilder auf der rechten Seite schneller gegen eine Bilddatenbank laufen lassen als die Bilder auf der linken Seite, weil wir im Endeffekt die Komplexität reduziert haben. Und so wie wir die Komplexität von Bildinformationen reduzieren können, funktioniert es auch mit Artikelinformationen. Das heißt, wir wenden diese Matrix Factorization auf die Artikeldaten an, um sie vergleichbar zu machen, um sie in diesen Raum zu plotten, in diesen Kosmos, um sie im Endeffekt miteinander zu vergleichen. Genauso auch die Leser. Was auch noch ganz interessant ist, man kann das im Endeffekt auch rückgängig machen. Das heißt, man kann eine Prediction machen. Man kommt mathematisch wieder von dem rechten Modell auf das linke im Endeffekt zurück, indem man im Endeffekt eine Prediction macht, sozusagen, ich sage es jetzt mal, welche Pixel fehlen. Also das wäre im Endeffekt, also er macht dann im Endeffekt eine Prediction, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit im Endeffekt jetzt, dass der Pixel in der und der Graustufe jetzt an der und der Position hinzukommen sollte, um im Endeffekt auf das Original zu kommen. Das ist eigentlich eine kleine nette Randnotiz. Wie das Ganze im Code aussieht, habe ich ein paar einfache Zeilen Python-Code vorbereitet. Was wir hier machen ist, wir importieren eine Matrix, eine Leseartikel-Matrix in Pandas, also ein Data Frame. Dann füllen wir Missing Values auf, da komme ich gleich nochmal zu. Und dann machen wir SVD. Das ist im Endeffekt hier das Spannende. Dieses SVD liefert uns zurück U, S und VT. Erkläre ich auch nochmal gleich. Aber wir kriegen da im Endeffekt 3 Rückgabewerte. Und was wir hier übergeben, ist im Endeffekt K ist gleich 3. Dieses K ist gleich 3 bedeutet, dass wir aus einer Matrix, die viele Dimensionen haben kann, dass wir ein Ergebnis wollen mit 3 Dimensionen. Das heißt, wir reduzieren die Komplexität der Matrix auf 3 Dimensionen. Warum 3 Dimensionen? Weil wir es dadurch visualisieren können. Das heißt, hier ist quasi die Matrix Factorization und im Endeffekt die Magic drin. Und hier unten kommt eigentlich nur noch das Plot. Also da wird dann im Endeffekt das Ganze visualisiert und dargestellt. Das ist eigentlich auch gar nicht mehr so interessant. Da ist eher das Ergebnis interessant. Jetzt hier hingehen. Den Recommender einmal ausführen. Dann ist das unser Dataframe, unsere Eingangsmatrix. Ich bin jetzt hingegangen, das sind jetzt keine echten Werte, aber das sind quasi exemplarische. Wir haben 7 Leser und wir haben 5 Artikel. Wir haben 3 Blaulichtartikel und 2 Sportartikel. Und ich bin jetzt hingegangen und habe einfach gesagt, welcher Leser hat welchen Artikel zu wie viel Prozent gelesen. Eine 1 ist 100%. Eine Missing Value ist im Endeffekt, er hat es gar nicht gelesen, er hat es im Zweifel auch nicht angezeigt bekommen, wie auch immer. Aber was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe Leser 1 und 2 sehr vergleichbar gemacht. Das heißt, ich habe bei Leser 1 und 2 gesagt, die haben beide den Blaulichtartikel 1 und 2 gelesen. Und ich habe Leser 6 und 7 vergleichbar gemacht, indem ich gesagt habe, die haben beide den Artikel Sport 1 und Sport 2 gelesen. Die anderen haben so ein bisschen wild durch die Bahn gelesen, aber was wir uns merken können, ist, dass Leser 1 und 2 sehr, sehr
sehr stark korrelieren und dass Leser 6 und 7 auch sehr stark korrelieren. Also sie sind sehr, sehr stark vergleichbar. Jetzt bin ich hingegangen und habe die Missing Values, das braucht man teilweise für diese Anwendung der SVD. Es gibt auch andere Anwendungen, da braucht man das nicht. Aber hier in dem Fall, in dem Beispiel, haben wir das gebraucht, die Missing Values ersetzt, und zwar durch die Averages. Das heißt, ich bin hingegangen und habe überall, wo da Not a Number steht, NaN, bin ich hingegangen und habe im Endeffekt einfach für diese Spalte, für diesen Artikel den Average, also durchschnittlich gelesen, eingefügt. Reicht für unser Beispiel, ist hier an der Stelle im Endeffekt auch repräsentativ genug. Was wir jetzt durch SVD zurückbekommen haben, ist U, S und VT. U ist ein Array von, wir haben hier unsere 7 Leser, also das sind quasi die Zeilen, und wir haben die Spalten, die Vektoren, sind im Endeffekt die 3 Dimensionen, die wir haben wollten. Und was wir hier jetzt haben, ist ein Koordinatensystem, sozusagen, also die Position eines jeden Lesers in einem Raum. Und die stehen im Endeffekt auch zueinander. Das heißt, wir können jetzt hier hingehen und schon mal sozusagen die Leser in einem Raum plotten und haben das Ganze visualisiert. Das sind also die Gründe für die Leser, Artikel zu lesen. Was wir noch haben, ist S. S besteht immer aus so vielen Dimensionen, wie wir reduziert haben. S ist, sind die Eigenwerte, also wir machen ja Singulärwertzerlegung, da dementsprechend haben wir hier, das sind die Singulärwerte, das sind quasi die Gewichtungsfaktoren. Das heißt, wie wichtig ist welcher Vektor? Wir haben hier oben bei den Usern haben wir verschiedene Vektoren, da haben wir hier Vektor 1, 2, 3 und hier diese 4 sagt im Endeffekt, dass dieser Vektor, dieses Unterscheidungsmerkmal sozusagen am wichtigsten ist. Das geht auch so ein bisschen in die Frage von vorhin, was sind die Dimensionen, die eben visualisiert werden. Wir können eben eine Wichtigkeit feststellen pro Dimension und hier diese dritte Dimension ganz auf der rechten Seite ist eben hier nach Angabe die wichtigste. Wir haben dann noch VT. VT ist eine transponierte Matrix, das sind quasi so wie U die Leser darstellen, die User, ist VT hier an der Stelle jetzt eigentlich die Koordinaten, die Positionen der Artikel. Das heißt, die Gründe von Artikeln gelesen zu werden. Die Gründe sind eben nicht, ein Artikel ist irgendwie in der Kategorie Sport, ein Artikel ist irgendwie in der Kategorie Blaulicht oder wie auch immer, sondern das sind im Endeffekt durch die Leser geschaffene Gründe. Jetzt? Müsstet ihr nicht aus allen N-Dimensionen die wichtigsten raussuchen und nicht nur aus, also ihr habt jetzt quasi erst auf 3 reduziert und dann die wichtigste rausgesucht? Weißt du, was ich meine? Ja, also beim Reduzieren auf 3 Dimensionen werden im Endeffekt, also es ist ein elementarer Unterschied, ob ich jetzt zum Beispiel auf 100 Dimensionen reduziere und dann die ersten 3 nehme oder ob ich direkt auf 3 reduziere. Also das macht einen Unterschied. Also es gehen quasi auch Gründe verloren. Also vielleicht habe ich die Frage auch nicht komplett verstanden. Oder ich meine eher, woher weißt du denn, auf welche 3 du reduzieren musst? Also welche 3 sind denn die wichtigsten? Du hast ja erst reduziert und dann geguckt, welche von den 3, die du jetzt hast, ist am wichtigsten. Ja. Also ich habe jetzt im Endeffekt alle möglichen Daten und alle Dimensionen im Endeffekt betrachtet mit SVD und habe direkt auf 3 Dimensionen runtergebrochen. Und ich habe quasi keine nicht echt Dimensionen getroppt. Also ich bin jetzt nicht hingegangen und es fällt quasi hier keine Informationen hinten bei runter. Es fallen schon Informationen runter, aber nicht in dem Maß, wie die Frage quasi implizieren lässt. Normalerweise ist es so, also tatsächlich, wir reduzieren nie direkt auf 3 Dimensionen, wir reduzieren auf 100 Dimensionen und in diesen 100 Dimensionen können wir im Endeffekt dann Distanzen sehr genau feststellen. Aber es ist nicht entscheidend,
welche Dimension berücksichtige ich oder nicht, sondern ich will so viel wie möglich berücksichtigen, so viel meine Prozessorleistung eigentlich hergibt. Und wenn wir sagen können, wir haben jetzt super viele Rows, also irgendwie 5 Millionen, und dann haben wir 100 Dimensionen und wir sagen, okay, die Computing Power reicht aus, um das im Endeffekt zu schaffen, dann sagen wir, gut. Aber besser wären natürlich 200 Dimensionen oder 500 Dimensionen. Da haben wir mehr Gründe drin. Wenn wir direkt auf 3 Dimensionen gehen, verlieren wir sehr, sehr viel. Aber wir filtern im Nachhinein zur Darstellung normalerweise keine Dimensionen mehr. Also das macht man normalerweise dann bei einer PCA, also dieser Principal Component Analysis. Da kannst du dir auch nochmal einzelne Dimensionen dann rauspicken und kannst auch einen Meaning feststellen. Also du kannst dann feststellen, zum Beispiel, es gibt eine Dimension, die extrem korreliert zum Beispiel mit dem Geschlecht. Also die männlichen hier sind jetzt irgendwie auf der linken Seite, die weiblichen auf der rechten. Und so kannst du im Endeffekt, dafür ist eine PCA gut. Und da betrachtest du auch immer nur die Dimensionen, die dann entscheidend sind. Aber tatsächlich ist es so, wenn wir hier jetzt auf 100 Dimensionen intern runterbrechen, dann betrachten wir im Endeffekt auch diese 100. Und warum reduzieren wir genau auf 100? Im Zweifel würden wir gar nicht reduzieren und würden alles betrachten. Aber es ist halt nicht möglich. Also wir brauchen im Endeffekt die Computing Power und im Endeffekt auch die Recommendation, also die Null Values, spielen da auch eine große Rolle, weil wir haben da quasi eine Sparse Matrix. Also wir haben sehr, sehr viele Missing Values. Ein User, der heute auf die Plattform geht, einen Artikel liest, der hat im Endeffekt 30.000 andere Artikel nicht gelesen. Das ist im Endeffekt ein Eintrag in der Matrix, da ist irgendwie so 30.000 mal eine 0 drin und dann ist hinten irgendwo eine 1 drin. Und das ist quasi diese Sparse Matrix. Und ja. Gut, wunderbar. Ja. Hallo? Also ich ehrlich bin inhaltlich schon ausgestiegen, weil mir das alles sehr abstrakt ist. Es wird auch noch visueller ein bisschen. Kannst du mich ein bisschen abholen? Was sind Gründe? Mach mal ein Beispiel aus der Praxis, wie du das am Anfang gemacht hast, weil es für mich alles abstrakt und ich bin... Ja, ich gebe dir gern ein Beispiel. Das wollte ich auch noch geben. Also es wird auch ein bisschen weniger jetzt wieder abstrakt. Es wird auch noch mal ein bisschen abstrakter, aber... Gründe, einen Artikel zu lesen, ist eine sehr gute Frage. Und ich sage immer, wie viele Gründe gibt es, einen Artikel zu lesen? Es gibt so viele Gründe, einen Artikel zu lesen, wie es Leser gibt. Und es gibt so viele Gründe, einen Artikel zu lesen, wie es Artikel gibt. Und dann bringe ich das Beispiel, stellt euch vor, es gibt Mainz 05, da berichten wir drüber, Spielberichte. Und dann gibt es im Endeffekt Fans, die sind jetzt im Zweifel keine Mainz 05-Fans, sondern die interessieren sich nur, irgendwelche Damen, die interessieren sich für einen ganz bestimmten Fußballspieler. Und das ist im Endeffekt ein Grund, einen Artikel über Mainz 05 zu lesen. Diese Dame würde im Zweifel keinen Spielbericht anklicken, aber sie würde ein Interview mit ihrem Lieblingsspieler lesen. Und das ist im Endeffekt ihr individueller Grund, einen Artikel zu lesen. Und den identifizieren wir und berücksichtigen wir. Und das ist entscheidend. Das heißt, es ist nicht entscheidend, dass es ein Sportartikel ist. Es ist auch nicht entscheidend, dass es ein Mainz 05-Artikel ist, sondern es ist entscheidend, was drin vorkommt. Und über diese Algorithmen geben wir nicht vor, was der Grund ist, sondern diese Algorithmen sind sozusagen, ich sag mal, unbiased. Das heißt, die finden diese Gründe, Artikel zu lesen, selbst. Dann aus quasi U und diesem VT, diesen Positionen im Raum, sind wir jetzt hier hingegangen und haben diese Position auch visualisiert. Wir haben jetzt im Endeffekt einen Kosmos in klein geschaffen, wo wir eben Artikel drin haben. Wir haben unsere Blaulicht 1, 2, 3 Artikel drin und unsere 2 Sportartikel. Und wir sehen, wie wir es vorhergesagt haben, dass sich Leser 1 und 2 sehr stark aufeinander befinden, also sehr stark beieinander, und genauso auch die Leser 6 und 7. Das ist im Endeffekt dann ein Indikator dafür an der Stelle, dass das Ganze funktioniert hat. Und wir können jetzt hier hingehen, normalerweise, also man könnte jetzt hier hingehen, irgendwie mit dem Lineal und irgendwelche Abstände berechnen und sagen, welcher Leser ist jetzt wie weit von einem Artikel entfernt. Vor allen Dingen das Interessante ist dabei, dass wir eben auch Distanzen feststellen können von Lesern, die den Artikel, einen anderen Artikel nicht gelesen haben müssen, und wir können trotzdem die Distanz feststellen. Also wir können Distanzen feststellen für Leser, die im Endeffekt irgendwie zeitlich nichts miteinander zu tun haben. Wir können Distanzen feststellen zwischen Lesern, die vor einem Jahr auf unserer Plattform waren,
und Lesern, die heute auf unserer Plattform sind. Und das ist im Endeffekt das Entscheidende. Genauso können wir Distanzen feststellen zwischen Artikeln, egal ob sie von einem kleinen Teil oder von einem großen Teil der Leser gelesen wurden. Distanz ist im Endeffekt, daraus kann man ableiten, die Wahrscheinlichkeit, wenn ich hingehe und dir einen Artikel anbiete. Ich sage, du bist irgendwo in diesem Kosmos und ich sage Sport 1 Artikel. Wie weit bist du davon entfernt? Dann ist das die Aussagekraft, wie wahrscheinlich es ist, wenn ich dir den Artikel anbiete, dass du draufklickst und ihn liest. Das heißt, je näher du da dran bist, desto näher ist dein Interesse, desto wahrscheinlicher ist es, dass du den Artikel liest und auch, dass du ihn komplett liest, ja. Da sind auch Artikel drin. Also hier haben wir die blauen Punkte, das sind die Artikel. Und in dem gleichen Kosmos sind hier jetzt auch die Leser. Also und dadurch haben wir die Distanzen zwischen Lesern und Artikeln und zwischen Lesern und Lesern und zwischen Artikel und Artikel. Aber Artikel können auch jede andere Entität sein. Das zeige ich auch noch gleich mal. Mehr? Ja. Ja. Genau. Also für die Recommendation kommt noch. Genau. Das wird genutzt, um im Endeffekt hier die gleiche Matrix von vorhin zu predikten. Das heißt, wir haben uns jetzt gefragt, können wir voraussagen für diese Felder, die hier leer sind, wie wahrscheinlich ist es, dass ein Leser einen Artikel oder mit einem, ja, einen Artikel liest oder mit einem Item interagiert, sage ich mal. Und tatsächlich können wir diese leeren Felder in der Matrix im Endeffekt befüllen und sagen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Leser einen Artikel lesen wird. Und zwar auch nicht nur, ob der Leser den Artikel lesen wird, sondern auch, wie weit der Leser den Artikel lesen wird. Das heißt, zu wie viel Prozent. Und das können wir aktuell mit nur einer durchschnittlichen Differenz von 16% zwischen dem prognostizierten und dem echten Wert. Das nutzen wir dann im Endeffekt für unsere Recommendation. Das heißt, wir haben immer ein relativ breites Angebot an Artikeln. Der Leser hat immer nur ein gewisses Kontingent, was er mitbringt, ein Zeitkontingent, um auf unserer Seite zu verweilen. Wir gehen dann hin und sagen, berechnen für jeden Artikel, wie wahrscheinlich ist es, dass er da draufklickt und wie weit wird er ihn lesen, also wie stark interessiert er sich für diesen Artikel. Wir filtern die Artikel raus, die er höchstwahrscheinlich gar nicht klicken würde. Und sortieren dann den Rest im Endeffekt einfach nach Relevanz, einfach nach persönlicher Relevanz. Ja. Wenn dann ein Artikel bereits ins Netz gestellt wurde und die Leser darauf zugegriffen haben, dann beginnt jetzt, sage ich mal, erst diese interaktive Zuordnung. Aber nach welchen Parametern wird dann gesagt, okay, das wird jetzt diesem Leser angeboten, dann müsst ihr ja selbst an der Stelle schon den Artikel analysieren und sagen, anhand dieser Schlagworte und anhand dieser Zusammenhänge wird da eingesetzt. Ja. Also, ja. 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 Also tatsächlich, also die Frage war, wie wir auch, also soweit ich es interpretiert habe, wie wir initial, wenn ein Artikel erscheint, haben wir noch keine Informationen, wie wir initial im Endeffekt auch vorgehen, um den Artikel anzubieten. Tatsächlich ist es so, im Zweifel testen wir das. Also das funktioniert extrem schnell, das heißt, die ersten Leser können schon für den Artikel gute Entscheidungen treffen und wir haben im Endeffekt schon mit wenigen Lesern, die den Artikel lesen, extrem gute Werte. Das heißt, wir streuen den erstmal aus, im Zweifel ganz oben. Also auch wenn es irgendwie eine kleine Meldung ist, wie auch immer, dann wird der halt mal 10 Lesern ganz oben angezeigt, dann wird der geklickt oder halt auch nicht und fällt dann entsprechend schnell auch ab. Das heißt, tatsächlich gehen wir nicht hin und reduzieren es dann wieder auf Rubriken oder Inhalte oder wie auch immer, wobei das auch ein spannendes Thema und auch ein spannendes Feld ist, da komme ich auch noch zu. Aber tatsächlich ist es so, dass wir das zu 100% nur dann auf das Leseverhalten machen und das auch nur auf diesem Leseverhalten auch alleine funktioniert dann auch. Ja. Ja. So viele Fragen? Ja, okay. Einer von euch da? Ja. Hallo, hallo. Ja. Vielleicht habe ich jetzt auch die Frage nicht hundertprozentig
verstanden oder mitbekommen, weil ich gerade mit dem Mikrofon abgelenkt war. Nichtsdestotrotz, also wenn ihr eine Recommendation aussprecht, dann müsst ihr in dem Moment eigentlich wissen, mit welchem User ihr es zu tun habt. Das heißt, ihr müsst ja den User irgendwie identifizieren, bestenfalls, also im Idealfall über einen Account, aber den werdet ihr wahrscheinlich auf der Seite nicht haben. Das heißt, wie macht ihr das denn? Ladet ihr dann die Recommendation dynamisch nach anhand des Verhaltens, die der Nutzer auf der Seite verbringt, oder macht ihr das anhand von anderen Parametern fest? Ja, also wir stellen aktuell Cookies aus, um im Endeffekt die Leser zu identifizieren. Das sind ausschließlich First-Party-Cookies, das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist, wir haben natürlich auch eine allgemeine Relevanz. Das heißt, wenn ein komplett neuer Leser auf die Seite kommt, dann haben wir da eine allgemeine Relevanz und die reicht für den Durchschnittsleser oft auch schon aus. Das heißt, wir wissen natürlich auch, welche Plattform er bei uns besucht, ob er jetzt Mainz, Wiesbaden, Frankfurt besucht. Das heißt, eine grobe Abschätzung, für was er sich interessiert, haben wir eh schon und zumindest welche Lokation. Und dementsprechend gehen wir dann im Zweifel über die allgemeine Relevanz. Ja. Ja, ihn schon im Endeffekt. Im Zweifel hat er dann keine personalisierte, also die Frage war, ob wir den Leser verlieren, wenn er sein Cookie löscht. Den Leser, ja, ich würde sagen, wir haben den Leser nicht unbedingt verloren. Wir haben seine Schritte quasi bis dahin nachvollziehbar in unserer Daten. Also er hat seine Bewertung sozusagen abgegeben, seine implizite Bewertung. Wir haben im Endeffekt, wir sind eine Information schlauer. Er verliert im Endeffekt in dem Moment die Personalisierung. Also er verliert in dem Moment die personalisierte Anzeige, er profitiert dann sozusagen nicht mehr von, wir profitieren dann trotzdem noch weiter. Ja. Ja. Okay. Keine technische Frage, vielleicht kann man die auch später beantworten. Was heißt das denn für den Journalismus oder die Meinungsbildung der Leser, wenn die jetzt durch dieses System super Artikel auf sie zurechtgeschnitten bekommen? Die durchgesteuert wird, dass sie die Artikel mögen. Also sie werden nicht mehr konfrontiert mit vielleicht Meldungen, die sie nicht mögen, mit anderen Meinungen. Das ist sicher auch ein Problem dieser Technologie. Ja. Also da gibt's mehrere Aspekte da drin. Zum einen ist es im Endeffekt nicht im Zweifel nicht so hart, wie es jetzt hier darstellt. Das heißt, man kann das im Endeffekt Problem kann man auch algorithmisch lösen. Also man muss es im Endeffekt nicht so hart machen. Man kann im Endeffekt auch ausstreuen, man kann auch gucken, man kann auch den Journalisten im Zweifel auch entscheiden lassen. Aber wir haben, also das darf man auch nicht vergessen, wir haben im Endeffekt journalistische Angebote mit echten Journalisten dahinten dran. Das heißt, wir sind kein Social Network, wo eben irgendwie organisch Sachen geteilt werden, sondern jeder Artikel, der geschrieben wird, hat eine gewisse journalistische Qualität und wurde aus einem Grund geschrieben, den im Endeffekt ein Journalist auch beurteilt hat. Natürlich auch eine entsprechende Nachfrage an diesem Thema gemessen wurde. Das heißt, wir messen zum Beispiel auch bei den Snips schon, bei der Entstehung von Artikeln messen wir schon die Nachfrage, ob es sich lohnt, über dieses Thema zu schreiben. Wenn wir eben messen, dass es sich lohnt, dann können wir auch sicher sein, dass diese Artikel sehr, sehr viele Menschen auch erreichen werden. Also ich glaube nicht, dass wir da im lokaljournalistischen Bereich schon wirklich von einer echten, ich sage jetzt mal, Filterbubble sprechen können. Vor allen Dingen, weil es eben um journalistische Angebote geht. Aber es gibt eben auch Lösungen. Und aus meiner Sicht gibt es auch Lösungen, die mit Algorithmen funktionieren. Und das Problem ist nicht unbedingt algorithmischer Natur, glaube ich, sondern auch gesellschaftlicher Natur. Das wird dann ein bisschen philosophisch oder wie auch immer. Aber man umgibt sich sehr gerne mit den Themen, die einem interessieren. Und man läuft halt schon mal gerne mit Scheuklappen auch durch die Gegend. Und nur weil wir jetzt irgendwie einen kontroversen Artikel anbieten oder nicht, ist das im Endeffekt noch kein Kriterium, dass der Leser da draufklickt und dass er den dann auch liest. Also das muss man halt auch so sehen. Da gab es jetzt im Endeffekt auf dem Chaos Computer Treff vor kurzem gab es im Endeffekt eine Aufschlüsselung darüber, wie das mit Twitter, mit Tweets funktioniert, also auch mit Fake News quasi. Und da wurde herausgestellt, dass beispielsweise, wie viele von den Menschen, die Fake News verbreitet haben, hatten die Möglichkeit, eine Richtigstellung zu lesen. Und das lässt sich eben messen. Und tatsächlich hatten sehr, sehr viele die Möglichkeit, diese Richtigstellung zu lesen. Und nur die Möglichkeit anzubieten, nur den Artikel im Endeffekt anzubieten, ist noch kein Garant dafür, dass eben das auch funktioniert. Das heißt, das Problem ist nicht nur algorithmisch, aber ich würde behaupten, man kann es hauptsächlich auch algorithmisch lösen. Ja, zum Stichwort Filterbubble.
ich lese den Merkurist Wiesbaden halt in der Regel über meine Facebook, über meinen Facebook-Account. Und letztlich habe ich den Fehler gemacht, irgendwie 2-3 Mal zu oft Polizeibericht zu lesen. Und jetzt kriege ich das nur noch. Wobei ich eigentlich viel lieber den Kreppel-Artikel lesen würde. Auf Facebook oder bei uns? Nee, also bei Facebook. Bei Facebook, ja. Und ich nehme an, da habt ihr jetzt auch keinen Einfluss drauf. Mhm. Das ist dann die schlechte Facebook-Recommendation, ja? Ja, oder die schlechten Klicks, die sich quasi, also je nachdem. Also, aber ja, das ist die schlechte, also da haben wir keinen Einfluss drauf. Tatsächlich ist es aber auch so teilweise, soll jetzt keine Unterstellung sein, aber wir haben diese Kritik relativ oft. Wir schreiben auch sehr, sehr viel Polizei über Polizeimeldungen. Aber wir haben schon oft die Kritik gehört, hier von wegen, ja, ihr macht so viel Polizei und überhaupt und wie auch immer. Und wir haben uns dann in den Einzelfällen mit der Erlaubnis der Leser dann im Endeffekt die Profile angeschaut und tatsächlich festgestellt, der interessiert sich halt dafür. Also es ist halt tatsächlich auch teilweise so, dass die sich interessieren dafür und im Zweifel das einfach anders bewerten, auch nach außen hin nochmal. Vielleicht sind sie auch irgendwie, aber ich würde sagen, die Probleme treten normalerweise nicht auf, wenn man direkt auf unsere Seite geht, weil das dann noch relativ harmlos ist. Also wir schreiben nicht sehr viele Artikel pro Tag, das heißt, da ist das Neueste sehr weit oben. Da wird man im Endeffekt immer adäquat informiert, nicht nur über Polizei, Meldung im Endeffekt. Bei Facebook kann diese Filterung dann auch schon mal auftreten. Ja, noch eine technische Frage dazu. Ja. Das Modell und den Algorithmus, den du uns vorgestellt hast, ist das ein Best Practice? Habt ihr das komplett neu erfunden? Wie macht das Facebook? Wie machen es andere? Ja, also wie es Facebook macht, im Detail weiß ich nicht. Ich weiß, dass wir haben uns daran orientiert an Netflix. Netflix hat vor einigen Jahren, 6-7 Jahren oder so, haben die einen Netflix-Preis ausgeschrieben für im Endeffekt den besten Algorithmus für Recommendation. Das lässt sich also messen, also welcher Algorithmus ist im Endeffekt besser. Und es haben sehr viele weit oben mitgespielt, also bei den Gewinnern, die eben so funktionieren wie unser Modell. In der Zwischenzeit gab es da auf der Basis sehr viele Weiterentwicklungen. Das heißt, die Zeit ist da auch nicht stehen geblieben. Wir arbeiten im Endeffekt da im Endeffekt, also man kann sagen, der Anknüpfungspunkt war tatsächlich diese Initiative von Netflix. Wir haben uns genau angeschaut, auch die Paper und so weiter, was haben die dort gemacht, und auf der Basis haben wir sozusagen hauptsächlich auch Auswahlen getroffen an Algorithmen. Also wir haben im Endeffekt auch, es geht da hauptsächlich auch um die Beweisführung und zu gucken, was passt jetzt genau am besten auf unsere Daten und die Daten auch vorzubereiten im Endeffekt für diese Algorithmen. Das ist im Endeffekt, also wir haben diese Algorithmen nicht selbst entwickelt, aber wir haben sehr viel Zeit darauf verwendet, eben diese auch zu nutzen. Und gut. Ich hätte auch eine Frage, und zwar, ihr habt ja logischerweise dann Zahlen darüber, wie viel prozentual der Leser wiederkehrend sind, also irgendwie de-anonymisiert. Ist die tendenziell hoch oder müsst ihr einem hohen Prozentsatz auch einfach die allgemeine Relevanz zeigen? Also lohnt sich das insgesamt nachdem ihr es gemacht habt, oder ist es eher... Das ist relativ schwierig. Also da sehe ich jetzt zwei Sachen in der Frage. Das eine ist im Endeffekt die Frage, wie viel Besucher kommen quasi nur einmal, und die andere Sache ist, ob sich dieser Aufwand... Nicht unbedingt nur einmal, einfach die halt identifizieren können. Es kann ja auch sein, dass er jeden Tag irgendwie seine Cookies löscht oder so. Ja, genau. Oder man die nicht identifizieren kann. Genau, richtig. Ja. Das war so der Kern der Frage. Also vielleicht ist sie auch geheim, aber so... Also mir ist sie aktuell nicht bekannt. Vielleicht weiß der Matze was dazu... Weil dadurch wird das ganze System ja immer besser, sag ich mal, wenn man halt einen hohen Prozentsatz hat, der Leute, die man halt auch was anbieten kann. Was dann. Also ich kann dir die Frage auf einer anderen Ebene, kann ich dir die beantworten. Okay. Und zwar, ob es sich im Endeffekt lohnt. Wir schreiben pro Start momentan 6 Artikel. Lohnt es sich, diese 6 Artikel zu sortieren für die Leser? Da kommen wir relativ schnell an den Punkt, wo man sagen kann, nein, eher nicht. Also nicht dieser Aufwand, nicht diese Menge an Daten, die wir hier sammeln, das lohnt sich im Endeffekt nicht. Höchstwahrscheinlich. Also wie viel Klickraten können wir da optimieren? Angenommen, wir kriegen da 10% bessere Klickraten, lohnt es sich dann tatsächlich? Na, vielleicht gerade so, aber 10% kriegen wir nicht. Es ist auch nicht entscheidend, wie die ersten Artikel im Zweifel sortiert sind, weil der Leser kommt mit einem Kontingent. Könnten wir nicht nur nach allgemeiner Relevanz sortieren, wahrscheinlich würden wir im Endeffekt ganz gut damit fahren. Aber wir nutzen, eines darf man nicht vergessen, wir nutzen im Endeffekt diese personalisierte Findung auch, um eine allgemeine Relevanz zu generieren. Das heißt, unsere allgemeine Relevanz ist, die kommt
die kommt dadurch. Und der andere Punkt ist, wir denken das Ganze noch groß. Wir denken das im Endeffekt groß. Wir wachsen im Endeffekt auch mit der Technik in der Größe und wir denken im Endeffekt Mercurist in ganz Deutschland. Und wir denken auch darüber nach, also wir denken nicht nur, sondern wir haben es implementiert, Artikel zwischen den einzelnen Städten auszutauschen. Also wir tauschen aktiv momentan zwischen Mainz, Wiesbaden, Frankfurt Artikel aus. Das heißt, wenn die dort geschrieben werden in den einzelnen Städten von der Redaktion vor Ort, die sich am besten damit auskennt mit diesem Thema, dann streuen wir die aus. Und an wen streuen wir die aus? An die Leser, die es interessiert. Das heißt, potenziell haben wir in Zukunft einen größeren Pool an Artikeln, auf den wir zugreifen können. Vielleicht auch einen wesentlich größeren Pool, als jeder einzelne Leser eben an Zeitkontingent für den Besuch mit sich bringt. Ja. Dankeschön. Gut. Das Recommendation können wir im Endeffekt auch verwenden, nicht nur für Artikel, sondern logischerweise auch für die Werbung. Das heißt, wir können sozusagen Conversion Rates optimieren, wir können Klickraten optimieren auf die Werbung, leuchtet, denke ich, ein. Wir können vor allen Dingen auch durch das Leseverhalten Rückschlüsse ziehen auf ich sag mal, das Klickverhalten von Werbung. Das heißt, im Zweifel muss ich noch auf keinen einzigen Banner jemals geklickt haben. Allein durch die Artikel, die man gelesen hat, können wir im Endeffekt schon Rückschlüsse darauf ziehen, zu wie viel Prozent ein Leser auf einen Werbebanner klicken wird. Was wir auch machen können, ist, in diesem Kosmos befinden sich nicht nur Elemente, mit denen man interagieren kann, sondern zum Beispiel auch Metadaten, Metainformationen, zum Beispiel die Information männlich und weiblich. Und ich kann auch eine Distanz zu dieser Metainformation männlich und weiblich haben. Bedeutet, man kann voraussagen, ein Leser, der im Endeffekt bei uns Artikel liest, zu wie viel Prozent ist er männlich und weiblich? Valide Zahlen sind da zum Beispiel, dass ein Leser 80% männlich, 20% weiblich sein kann. Das sind im Endeffekt valide Zahlen, die sich dann im Endeffekt aggregiert wieder in den Statistiken widerspiegeln können. Zusätzlich gehen wir aktuell hin und haben so ein Produkt, das nennt sich Mercurist Marktforschung. Da stellen wir Fragen. Einfach im Artikel ist das eingebaut, in jeden beliebigen. Da steht dann quasi zum Beispiel die Frage, interessierst du dich für Reiten? Und man hat dann die Möglichkeit, hier verschiedene Buttons zu drücken, also verschiedene Antworten zu geben. Was ist ein Klick auf einen Button? Ein Klick auf einen Button ist im Endeffekt eine Interaktion, ist genauso wie ein Klick auf einen Artikel. Das heißt, auch diese Buttons, jeder einzelne dieser Buttons befindet sich in einem Kosmos. Das heißt, wir können prognostizieren, bevor ein Leser, ohne dem Leser diese Frage stellen zu müssen, können wir über das Leseverhalten prognostizieren, wie würde dieser Leser höchstwahrscheinlich auf diese Fragen antworten. Was wir machen, ist im Endeffekt ein Microtargeting. Ein Microtargeting im Endeffekt auf die Gründe. Jetzt würde im Endeffekt nochmal, also an der Stelle wär ich jetzt quasi gekommen und hätte das Beispiel mit Mainz 05 gebracht und der Leserin, die im Endeffekt mit ihren Gründen hier in diesem Microtargeting eben berücksichtigt wird. Das heißt, es wird jeder einzelne Leser mit seinen individuellen Gründen adressiert. Ihr könnt euch vorstellen, das Ganze zum Beispiel wieder auf Face Detection, also Gesichtserkennung quasi, ist es so, wie viele verschiedene Gesichter gibt es auf der Welt? Es gibt so viele verschiedene Gesichter, wie es Menschen gibt. Wie viele Hauptunterscheidungskriterien gibt es? Und diese Hauptunterscheidungskriterien sind für uns im Endeffekt sozusagen transportiert die Gründe, einen Artikel zu lesen. Also, ich hoffe, es kam rüber. Ja. Gut. Es gibt noch ein anderes Verfahren, um Dimensionen zu reduzieren. Das Verfahren nennt sich TSNE. TSNE ist hauptsächlich gut für die Visualisierung. TSNE funktioniert ein bisschen anders als die anderen Matrix Factorizations, das heißt ein bisschen anders als SVD. Das, was dabei rauskommt, ist ein sehr plausibles Bild, was visuell sehr plausibel einfach aussieht. Da gibt es ein gutes Beispiel von Google. Das ist dieser Google Arts and Culture. Die sind hier hingegangen und haben ganz viele Kunstwerke in einen Raum gebracht. Die haben also auch hier so einen Kosmos gebaut und den Kosmos haben sie eben gebaut auf Grundlage von Ähnlichkeiten zwischen Kunstwerken. Und ich kann hier jetzt an verschiedene Stellen reinzoomen und sehe ähnliche Kunstwerke. Sitting in a Rope. Da zoomt er ran.
Das Interessante bei TSNE ist jetzt nicht unbedingt die Anordnung, dass wir irgendwie da einen dreidimensionalen oder zweidimensionalen Plot irgendwie hinbekommen, sondern dass tatsächlich es so aussieht, dass die Kunstwerke sehr stark miteinander korrelieren. Das heißt, wir bilden hier hauptsächlich Nachbarschaften. Es werden im Endeffekt im Kleinen, die Nachbarschaften sehen sehr, sehr stimmig aus und das große Gesamtbild wird eher vernachlässigt. Das heißt, die kleinen Cluster, die sich bilden, die kommen einfach sehr plausibel rüber. Und die Aussagekraft, es werden sozusagen, wenn es Gründe gibt, einen Artikel zu lesen, wenn es Gründe gibt, warum für Kunstwerke Unterscheidungsmerkmale, dann werden sozusagen die Gemälde und bei uns die Artikel werden an diesen Gründen zusammengezogen. Es ist wie eine Gravitation, wo eben die Bilder hier an der Stelle an ihren Hauptgründen zusammengezogen nochmal werden, damit sie eben nicht so diffus im Raum verteilt werden. Das Ganze haben wir auch auf unsere Artikel angewandt. Das können wir hier live berechnen. Das ist quasi eine Berechnung in JavaScript. Das ist der Embedding Projector von Google TensorFlow. Der erlaubt mir, hier unten links habe ich jetzt gerade TSNE angeklickt, der erlaubt mir, TSNE in meinem Browser auszuführen. Ich habe vorhin erzählt, wir haben hier hinten dran keine drei Dimensionen, sondern wir haben hier hinten dran noch 10 Dimensionen. Das heißt, jeder Bildpunkt ist im Endeffekt, wir visualisieren gerade nur 3 Dimensionen, aber im Hintergrund haben wir tatsächlich im Endeffekt eine 10-dimensionale Matrix. Und dieses TSNE schöpft jetzt aus all diesen 10 Dimensionen und bildet im Endeffekt diese Nachbarschaften. Also die Nachbarschaften zieht die Artikel an den Hauptgründen zusammen, wo sie eben hingehören, und das Ganze läuft iterativ durch. Wir sehen hier unten links, ist so eine kleine Zahl, die steht gerade bei 300. Das heißt, wir haben 300 Iterationen. Wir brauchen eine gewisse Anzahl an Iterationen, damit sich dort ein stimmiges Bild ergibt. So lange wollen wir nicht warten. Ich habe da ein Bild vorbereitet, wo wir das Ganze auf 200.000 Iterationen habe ich hier durchlaufen lassen und habe hier auch schon mir einen Cluster rausgepickt. Und zwar habe ich, das ist jetzt quasi TSNE, das sieht nicht mehr so sphärisch aus, ist eher ein bisschen in die Länge gezogen und ist eben so an ihren Hauptgründen, sind im Endeffekt Artikel und Marktforschungsfragen und sind im Endeffekt hier jetzt zusammengezogen. Und wonach ich jetzt gesucht habe, ist nach Grüne. Und zwar, weil wir einmal eine Frage gestellt haben über unser Marktforschungstool. Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, wen würdest du wählen? Und hier haben wir jetzt den Button Grüne visualisiert, also die Antwortmöglichkeit Grüne. Und was wir feststellen können, ist im Endeffekt, hier unten sind sehr, sehr viele Artikel, das ist sozusagen der grüne Cluster. Also hier sind jetzt nur Artikel drin, keine Leser mehr. Aber diese Artikel an dieser Position, das sind eben Artikel, die hauptsächlich grüne Wähler offensichtlich lesen. Das sind dann so Artikel, auf der rechten Seite sind die nochmal nach ihrer Distanz angeordnet. Das sind dann so Artikel wie Programm für die Sommerferien, Tischlein deck dich, haben wir aber auch Woher kommen die Enten? Also im Endeffekt auch Naturthemen. Den Müll kannst du dir sparen, einkaufen ohne Plastikmüll. Also ist eine sehr repräsentative Visualisierung. Was aus meiner Sicht am repräsentativsten ist, ist im Endeffekt die Differenzierung nach Geschlecht. Was wir auch in diesem Kosmos drin haben, ist eben zum Beispiel männlich und weiblich. Und die männlichsten Artikel haben wir jetzt hier auf der rechten Seite aufgelistet. Das ist hier zum Beispiel Top 1, männlichster Artikel ist Bordell in Neste Straße benennt sich um. Also ich lese nur vor. Wir haben eine Marktforschungsfrage an Position 2 mit einer Antwort. Die Frage lautet, welcher US-Präsidentschaftskandidat würdest du wählen? Die Antwort war Donald Trump, ist also die männlichste Antwort hier an der Stelle. Verschiedene andere Klischees werden hier auch noch bedient und erfüllt. Wir haben verschiedene Bauthemen. Wo Mainzer nackt baden können, ist auch ein typisches männliches Thema. Ja. Aber wir haben natürlich auch typisch weibliche Themen. Das sind dann hauptsächlich, also weiblich, männlich hat sich übrigens gerade sehr stark in einem Sportsegment befunden, also sehr viele Sportartikel in Mainz 05, wie auch immer. Und weiblich ist dann eher so Richtung Lifestyle. Und da geht es auch aber auch um sehr soziale Themen, also Hilfsaktionen. Zum Beispiel Top 1 ist Hilfsaktionen für Leukämiekranken Sigi.
Dann Rosenmontagsbabys, also Babythemen, das haben wir hier auch irgendwo nochmal drin. Also Babythemen sind sehr weit oben. Shopping Queen ist sehr weit oben. Genau. Shopping Queen, da machen im Endeffekt auch Mainzer mit. Und immer wenn Mainzer mitmachen, dann berichten wir darüber. Also im Prinzip berichten wir normalerweise nicht darüber aktuell, aber wenn, wenn Shopping Queen einen Mainz-Bezug hat, dann berichten wir darüber. Oder Wiesbaden oder Frankfurt. Ja. Genau. Oh ja, noch eine Frage? Ja, es ist, also die Frage war im Endeffekt, wie sich TSNE von dieser Eigenwertzerlegung im Endeffekt auch unterscheidet und wie die Dimensionsreduktion tatsächlich im Endeffekt hier an der Stelle stattfindet. Also es ist relativ schwer, das zu erklären, ohne es zu vertiefen. Es gibt aber, also ich würde an der Stelle auf einen Beitrag verweisen, und zwar gibt es eine extrem, also hier in diesem, oh, sieht man nicht? So, hier in diesem Embedding-Projector sehen wir hier unten links einen Link, da steht How to use TSNE effectively. Und da ist das extrem gut erklärt, wie im Endeffekt TSNE funktioniert und welche Parameter es auch gibt. Also, ja, okay. Ja. Also kann dir den Link auch gerne im Anschluss nochmal geben, aber das ist also ein relativ ausführliches Dokument, ist auch ein ausführliches Verfahren, ist aber hier sehr, sehr gut erklärt. Gut. Gut. Neben dieser Matrix Factorization und neben der Recommendation beschäftigen wir uns natürlich auch noch mit anderen Themen, auch, ich sag mal, aber auch vielen nicht so datengetriebenen Themen, also auch eher allgemein. Aber ein datengetriebenes Thema habe ich noch, und zwar ist das Word2Vec. Word2Vec ist im Endeffekt eine Möglichkeit, die Maschine über Text lernen zu lassen. Und zwar lernen zu lassen über Wörter, über Bedeutung von Wörter. Wörter im Endeffekt miteinander in Verbindung zu bringen. Also wir haben jetzt Artikel auf Grundlage der Interaktion in Verbindung gebracht. Und was wir jetzt hier im Endeffekt machen, ist, Wörter in Verbindung zu bringen nach ihrem Erscheinen in Sätzen, sage ich mal. Und was man hiermit machen kann, ist, man kann ein Modell trainieren und dem Modell dann Fragen stellen. Nämlich Fragen über Wörter. Zum Beispiel die Frage King minus Man plus Woman ist gleich. Und die Antwort ist, mag jemand? Ah ja, da habe ich schon gehört, ist Queen. Absolut, ja. Das heißt, nur durch, ohne dem irgendwie das hart reinprogrammieren zu müssen oder was immer, sondern es geht tatsächlich nur um die Verwendung. Ich lese da irgendwie 10.000 Texte ein, dann kommt dieses Ergebnis von dem Modell zurück. Google ist 2013 hingegangen und hat das Ganze auf Google News Artikel gemacht. Die sind hingegangen und haben, ich weiß nicht wie viele, also höchstwahrscheinlich sehr viele, Google News Artikel eingelesen und darauf dieses Modell trainiert. Und die sind dann hingegangen und haben Fragen gestellt. Und die haben unter anderem zwei interessante Fragen gestellt, nämlich zum einen Doktor minus Fava plus Mava ist gleich, gehen wir mal tippen, Nurse. Ja. Also, ja. Dann die Frage Programmer minus Man plus Woman ist gleich, also die weibliche Form von Programmer, Homemaker. Das ist natürlich super spannend. Wir sind dann natürlich hingegangen nach den Ergebnissen, haben wir das gleich auf unsere Artikel losgelassen, um zu gucken, ob wir da irgendwie auch betroffen sind, wie auch immer. Was wir allerdings dann entdeckt haben, sind auch sehr spannende Informationen und sehr spannende Aufschlüsse über unsere Artikel. Ja, vielleicht noch mal vorneweg, wie das funktioniert. Auch nur wieder nur ein paar Zeilen Code an der Stelle. Hier oben bin ich hingegangen und habe hier jetzt eine Artikeltext.txt eingelesen. Das sind alle unsere Artikeltexte. Also von allen Plattformen, die wir haben,
die Artikeltexte einfach eingelesen, ein bisschen, so ein bisschen Cleanup drüber laufen lassen, nichts Spektakuläres, dann eine Tokenization ausgeführt. Eine Tokenization, damit wir diesen Text in Sätze splitten können. Also mich interessiert im Endeffekt nicht irgendwie ein kompletter Artikel, sondern im Endeffekt, ich will den Gesamttext eben in einzelne Sätze unterteilen und dann diese Sätze an Word2Vec zu geben, um dieses Modell zu trainieren. Das heißt, es ist abhängig, welche Wörter zusammen in einem Satz stehen. Das ist zum Beispiel einer der Faktoren. Aber es ist auch ein Faktor, wie die Reihenfolge zum Beispiel ist dieser Wörter. Und da auf dieser Basis wird eben dann dieses Word2Vec trainiert. Das habe ich hier jetzt auch schon vorbereitet und bei rausgekommen ist quasi ein Model, wo wir jetzt uns das Wort Wiesbaden angucken können. Ich mache es nochmal. Als Ergebnis bekommen wir zurück, wie bei den anderen Ergebnissen im Endeffekt auch schon, wieder Koordinaten. Wir haben also wieder quasi unsere Vektoren. Diesmal haben wir 100 Dimensionen. Wer eben aufgepasst hat, im Code stand irgendwo auch eine 100 drin. Das war im Endeffekt die Anzahl der Dimensionen, die wir hier jetzt haben wollen. Das heißt, wir haben im Endeffekt hier einen 100-dimensionalen Raum geschaffen und in diesem 100-dimensionalen Raum ist was drin? Das sind alle Wörter drin. Da ist eben Wiesbaden drin. Wiesbaden hat hier eine Position. Mainz hat auch eine, aber eben eine andere. Aber die stehen in einem gewissen Verhältnis zueinander. Das erlaubt uns zum Beispiel zu sagen, was ist most similar to Wiesbaden? Und das Ergebnis ist eben hier an der Stelle jetzt Frankfurt, Mainz, Deutschland, Berlin, Offenbach. Das im Endeffekt nur auf Basis unserer Texte. Also die Texte, die unsere Journalisten geschrieben haben, die haben sozusagen damit dieses Modell trainiert. Und das sind quasi die Ergebnisse. Was auch spannend ist, ist, wir stellen jetzt genau die gleichen Fragen wie eben in der Präsentation auch, aber die Frage hier lautet, MVG, also die Mainzer Verkehrsgesellschaft, MVG minus Mainz plus Wiesbaden. Was ist MVG minus Mainz plus Wiesbaden? Mag jemand tippen? Oh, ja. Wer hätte da Linie 6, genau, richtig. Die Linie 6, ja. ESWE ist im Endeffekt hier die Top-Antwort, VGF dann gleich als zweites. Gibt natürlich noch andere Wörter, die da drin vorkommen. Und so können wir jetzt auch hingehen, das für Frankfurt machen. Wenn wir das für Frankfurt machen, ist eben VGF ganz oben. Dann haben wir in Mainz unseren Oberbürgermeister Ebling. Und was ist, wenn wir Ebling minus Mainz machen, plus Wiesbaden? Was würde bei rauskommen? Kennt ihr denn den? Ist leider nur an Position 2, ist aber trotz alledem drin. Also auch dort, das ist quasi, je nachdem, wie viel wir darüber schreiben und darüber berichten, kommen halt die Ergebnisse dann hier entsprechend raus. Wir können zum Beispiel aber auch sagen, was ist das Mainzer oder das Frankfurter Pendant zu 05? Also 05, Mainz 05. Was ist das in Frankfurt? Und das Ergebnis ist eben hier jetzt Eintracht. Eine letzte Sache noch, und zwar, genau, wir können Wörter rausfinden, die nichts mit den anderen gemein haben, das heißt, oder da rausstechen, quasi negativ. Wir haben hier jetzt die Wörter Wein, Sekt, Wasser, Bier. Welches Wort passt nicht? Wasser, korrekt, ja. Dieses Verfahren haben wir jetzt nicht nur für Wörter gemacht, sondern die haben wir jetzt auch für komplette Texte gemacht, das heißt für komplette Artikel und haben hier auch auf der Basis im Endeffekt eine Visualisierung geschaffen und die Visualisierung, und das ist entscheidend, die unterscheidet sich zwischen, also diese Punkte hier im Raum unterscheiden sich von den Punkten, die wir generieren über das Leseverhalten, weil hier werden die Inhalte berücksichtigt und auf der anderen Seite findet ein Collaborative Filtering statt, also im Endeffekt werden die Gründe berücksichtigt, einen Artikel zu lesen. Und es ist offensichtlich ein Unterschied,
ein Grund, einen Artikel zu lesen, unterscheidet sich offensichtlich hier vom zumindest vom semantischen Inhalt, sage ich jetzt mal. Also von den Wörtern, die verwendet werden und. Also es gibt einfach mehr Faktoren. Und das Spannende dabei ist jetzt eigentlich, dass wir gerade dabei sind, diese beiden Kosmen sozusagen miteinander zu verbinden. Weil da sehen wir aktuell das größte Potenzial drin, zu sehen, sagen zu können, zum Beispiel, da war vorhin auch die Frage, bevor ein Artikel erscheint, in dem Moment, wo der Journalist den Artikel tippt, schon im Endeffekt eine Nähe herzustellen. Und zwar nicht eine kontextuelle Nähe, von wegen es gibt im Endeffekt ähnliche Artikel, die eben ähnliche Wörter beinhalten, sondern im Endeffekt auch eine über die Brücke hier eine inhaltliche Nähe, um zum Beispiel auch Performance-Werte ausrechnen zu können, um zu sagen, in dem Moment, wo der Journalist schreibt, sagen zu können, wie gut performt dieses Thema tatsächlich in deiner Community. Und die Aussage so gut wie möglich im Endeffekt hinzubekommen. Das war's. Vielen Dank. Alle verwirrt? Ja. Ich habe ja noch eine Frage offen, die nach dem Wert oder was ist es euch, welchen Wert haben diese Daten, dieses Wissen? Soll ich eine Zahl nennen oder? Ja, also eine Zahl kann ich nicht unbedingt nennen. Das hängt natürlich auch davon ab, was. Also vielleicht beantworte ich die Frage ein bisschen anders. Also ich kann es nicht genau beziffern jetzt, aber perspektivisch haben diese Informationen auf jeden Fall mehr Wert. Also ihr könnt prima Mikrotargeting machen damit. Ja, aber auch im Endeffekt die Community erkennen. Das heißt, wir erkennen bei Erstellung, wir wissen zum Beispiel, es kommt ein Werbepartner auf uns zu und sagt, wir haben ein Produkt, kannst du mir sagen, ob ich die Leser bei euch auf der Plattform im Endeffekt für mein Produkt erreiche? Und wir können ihm nicht nur sagen ja oder nein, sondern wir können ihm auch sagen, wie viele, wie genau. Und vielleicht auch funktioniert es woanders vielleicht besser. Also wir haben ja perspektivisch dann vor, in verschiedene Themengebiete einzutauchen, in verschiedene Städte. Mainz, Wiesbaden, Frankfurt ist quasi der Anfang. Und dann im Endeffekt sagen zu können, einfach verschiedene Communities aufzubauen und auch die Communities kennenzulernen. Also es geht tatsächlich darum, zu wissen, für wen man schreibt und im Endeffekt Analysen auch das macht jedes Marktforschungsinstitut sozusagen für teures Geld. Das können wir im Zweifel damit relativ einfach sozusagen, also wenn es dann fertig ist, insgesamt abbilden und an der Exaktheit, an der Genauheit noch feilen und. Und ich glaube, die Dynamik in dem System ist auf jeden Fall wesentlich höher, als wenn ich jetzt irgendwie, wenn mir irgendwie eine Frage brennt, dann irgendwie ein Marktforschungsinstitut beauftragen zu müssen, um diese Fragen zu beantworten. Vor allen Dingen können wir das auch unmittelbar machen. Das heißt, wir können direkt reagieren. Wir können zum Beispiel einen Artikel, der in Mainz rauskommt, wenn wir jetzt in ganz Deutschland sind und zum Beispiel der Rosenmontagsumzug fällt aus, dann können wir innerhalb von Sekunden bestimmen, dass dieses Thema überregional relevant ist, weil es Gründe gibt, warum dieses Thema überregional relevant ist. Und dann können wir im Endeffekt dieses Thema streuen, und zwar in alle Netzwerke, in alle Newsrooms, in denen wir im Endeffekt sind oder wo es Leser gibt, die sich dafür interessieren. Okay, verstanden. Mhm. Im Augenblick seid ihr in Mainz, in Wiesbaden und in Frankfurt. Und eure Anzeigenkunden sind noch sehr regional. Ja. Ja. Und was ihr macht, ist ja very sophisticated und macht eigentlich nur Sinn deutschlandweit irgendwo. Ihr könnt es noch ein bisschen aushalten mit den regionalen Kunden, habe ich die Vermutung, oder? Ja, also wir setzen momentan auf einen lokalen Vertrieb. Also wir haben auch einen eigenen Vertrieb, deswegen haben wir im Endeffekt auch genau diese Kunden. Ja, aber diese lokalen Anzeigenkunden, das sind kleine Bäcker um die Ecke. Denen wird er sowas doch nicht erzählen. Aber du musst auch überlegen, wir machen Lokaljournalismus. Wir haben uns für einen lokalen Start entschieden. Mhm. Und wir haben im Endeffekt drei Städte, ist im Endeffekt für überregionale Anzeige, ist es noch nicht viel. Wir haben relativ hohe TKPs. Aber es ist natürlich auch schwer, diese Kunden zu gewinnen. Also
Tausender Kontaktpreis. Ja, Kontaktpreis. Also das heißt, der Bäcker zahlt halt für so und so viel. Ja. Genau, richtig. Ja. Und wir bieten halt auch vor allen Dingen eine Alternative. Also wir sehen uns schon auch als journalistische Lokalzeitung und wir bieten im Endeffekt auch in dem Moment auf mehreren Ebenen, auch für Werbekunden, aber auch für Leser, eine Alternative zur klassischen Printzeitung oft. Also das ist im Endeffekt die Perspektive und wir haben andere Competition, wenn wir das lokal machen, sowohl auf dem Werbemarkt als auch im Endeffekt im Journalismus, als wenn wir das jetzt quasi überregional machen. Ja. Letzte Frage, mich würde mal interessieren, ich habe ja auch hier beim Rundfragen mal gehört, ja. Es kamen einige, die euch über Facebook lesen, ja. Über Twitter auch und direkt. Wie ist denn da ungefähr die Verteilung vom Anteil? Ja, also das variiert sehr stark momentan, gerade nach Artikeln auch. Also wir haben meistens den Haupttraffic, den gewinnen wir tatsächlich durch einzelne Artikel, die dann irgendwie durch die Decke gehen. So der Average liegt tatsächlich, da ist Facebook auf jeden Fall so um die 50%, würde ich sagen. Aber es kann auch schon mal sein, dass wir extrem durch Google getargetet werden. Also im Sinne von, da gibt es jetzt so Recommendation-Systeme oder wie auch immer. Und da hatten wir auch schon mal 70-80% von Google. Hast du noch eine genauere Verteilung, Mats, oder? Okay, 20-30% direkt, hat der Matze noch zu ergänzen gehabt. Ja. Ja, ich möchte nochmal anknüpfen an diese Frage nach dem Wert der Daten, weil das, glaube ich, eine sehr wichtige Sache ist. Jeder, der sich mit diesem Datenthema so ein bisschen beschäftigt, wird sagen, das stellt sicherlich einen gewissen Wert dar. Ja. Welche Zahlen man da dran schreibt, ist eine große Frage. Der Kollege da hinten sagte zu Recht, wenn du halt als Kunden den Mainzer Bäcker hast, der wird es nicht wertschätzen. Der wird einfach sagen, die schalten eine Anzeige. Und ob ich das jetzt bei euch mache oder in der Tageszeitung auf Papier oder weiß der Herrgott, dem wird wahrscheinlich relativ wurscht sein. Ja. Was sind eure USPs diesen Werbekunden gegenüber dann? Also ich meine, wie macht ihr das denn klar, dass das was wert ist? Oder macht ihr das gar nicht klar, sondern sagt, das ist wie in der Zeitung fertig? Also wir haben auch noch andere USPs. Also das ist im Endeffekt ein Thema, das sich jetzt rausgepickt hat, ein sehr technisches Thema. Das ist im Endeffekt sehr schwer, über dieses technische Thema Mercurist zu verkaufen, vor allen Dingen auch an Werbekunden. Also deswegen, die anderen USPs sind tatsächlich, wir sehen uns in dem Moment als Alternative für die Printzeitung, also eine Anzeigenschaltung in der Printzeitung. Und was wir bieten können, ist im Endeffekt, du zahlst bei uns nur als Werbetreibender, wenn die Werbung tatsächlich im Sichtfeld des Lesers war. Und das ist im Endeffekt einer der Haupt-USPs, dass wir ganz genau beziffern können, dass wir ganz genau sagen können, wir haben so und so viele Leser erreicht, deswegen ist der Preis so und so hoch. Und es wurden eben keine Pausenbrote drin eingewickelt oder irgendwelche Zeitungen irgendwie nur vor die Tür geschmissen oder wie auch immer, sondern wir können es eben ganz genau beziffern. Also das ist im Endeffekt der USP und der Unterschied und natürlich andere Formen der Werbung. Also nicht nur das klassische Banner, sondern im Endeffekt auch Content Marketing. Wir denken auch drüber nach über weitere Werbeformen. Marktforschung ist im Endeffekt auch ein Produkt, das gebucht werden kann. Also es gibt auch interaktive Möglichkeiten, die eben digital funktionieren, die analog nicht so gut funktionieren. Ich würde sagen, das sind die USPs, das Datenthema im Zweifel nicht. Im Zweifel ist das Datenthema interessant für den Leser. Für den Werbekunden denke ich auch, aber vielleicht erstmal nicht so interessant, vielleicht für einen überregionalen Vertrieb dann, wo es dann um größere Summen geht, um im Endeffekt auch eine Vorberechnung, wo man dann im Endeffekt einfach sagen kann, wie viele Leute erreicht man und dass man die optimal targetet. Aber den kleinen Bäcker nebenan, den interessiert es nicht. Der ist vielleicht ganz happy, wenn wir seine Conversion irgendwie prozentual klein, ein bisschen steigern können. Ob der uns da jetzt irgendwie ein paar Euro mehr für gibt oder nicht, sehe ich im Zweifel nicht so. Aber wen wir auch glücklich machen, darf man nicht vergessen, ist der Leser. Also der Leser ist natürlich auch mit dem Targeting, gerade auch was Artikel angeht und aber auch was Werbung angeht, natürlich dann auch nochmal ein bisschen besser bedient und abgeholt. Ja. Und wie sieht es mit dem Investor aus? Macht er den glücklich? Hofft er darauf, dass sich das mal auszahlt, den ganzen Hirnschmalz, den er da reinsteckt? Ja. Ja. Ja, hallo. Eine Frage, die ich habe, wenn ich das richtig verstanden habe, könnt ihr quasi anhand des Artikeltexts einsortieren, wie nah der in eine bestimmte Zielgruppe Anklang findet. Richtig?
Ja, also zwei Wege. Also das erste, was ich vorgestellt habe, war nicht anhand des Artikeltexts, sondern anhand der Leser. Mhm. Und das zweite war im Endeffekt anhand des Artikeltexts. Aber da können wir noch nicht unbedingt eine Zielgruppe bestimmen, weil wir den User momentan noch nicht dran geknüpft haben. Aber wir arbeiten daran, die User genau in diesen Kosmos auch mit reinzubringen. Das heißt, perspektivisch würde ich die Frage mit Ja beantworten. Ja. Okay, gibt es dann auch die Möglichkeit oder nutzt ihr das schon quasi zu messen oder zu prognostizieren, wie hoch eine Trefferquote von einer Überschrift ist? Das heißt, wenn ich das Wording in der Überschrift umstelle, wie wahrscheinlich das ist, dass der Artikel angeklickt wird? Ja, also wir haben da eine Es ist nicht mehr auf der Webseite drauf. Sehr gut. Ja. Wir nutzen dafür eine andere Technik. Die Technik, die wir nutzen, ist, bei uns haben die Journalisten die Möglichkeit, mehrere Texte, mehrere Überschriften zu erfassen. Ich kann hier Varianten hinzufügen im Artikeleditor. Kann dann hier loslegen, eine Alternative vorschlagen. Kann auch Alternativen für Titelbilder vorschlagen. Wir haben jetzt hier an der Stelle nur eins. Ich füge das einfach mal ein zweites Mal ein, geht auch. Dann geht jetzt die Plattform hin und streut im Endeffekt die Varianten und ermittelt, wo haben wir die beste Klickrate. Und die Variante wird dann, also das ist quasi Multi-Armed Bandit, nennt sich der Algorithmus. Das ist, kommt so aus dem Spielerbereich, einarmiger Bandit im Endeffekt. Da gibt es im Endeffekt ein Verfahren, wo man mehrere einarmige Banditen miteinander vergleichen kann, je nachdem, was die im Endeffekt auch ausspucken und. Und so dieses Verfahren wenden wir da quasi an. Das ist quasi wie eine Art AB-Testing. Das ist ein bisschen beschleunigtes AB-Testing. Das heißt, es funktioniert schneller. Wir kriegen schneller signifikante Werte und es kann auch endlos laufen und es kann sich auch wieder verändern. Das heißt, die Klickrate heute oder ein Bild, was heute extrem gut funktioniert, theoretisch kann es morgen weniger gut funktionieren und dieser Algorithmus berücksichtigt das eben. Wie ist denn die Performance eures Systems? Ihr habt jetzt 3 Städte, 3,5 Milliarden Datensätze, jetzt kommen noch ein Dutzend dazu. Wann ruckelt eure Website? Ja. Also teilweise ruckelt die heute schon, wenn wir im Endeffekt Artikel haben, die durch die Decke gehen. Wir sind da allerdings sehr, sehr gut aufgestellt, gerade also aktuell. Wir rechnen tatsächlich technisch damit, dass wir also mit einer Skalierung normalerweise perspektivisch arbeiten wir immer daran, dass wir das, was wir momentan können, so ganz grob, zumindest können, potenziell, mit dem Faktor 100. Das heißt, dass wir 100 mal mehr aushalten als das, was wir momentan aushalten müssen sozusagen. Das heißt auch noch nicht, dass wir da bis zu dem Punkt auch schon skaliert haben, dass die Server sozusagen zur Verfügung stehen. Wir sind hier auf einer sehr dynamischen Umgebung. Das ist im Endeffekt das Dashboard, das ich mir 3-mal am Tag mindestens angucke, um im Endeffekt zu gucken, ruckelt die Plattform momentan. Der beste Indikator dafür ist hier die Average Response Time. Das sind quasi die durchschnittliche Antwortzeit unserer API vor allen Dingen. Und die sollte normalerweise irgendwo in einem Bereich von 100 Millisekunden liegen, eher drunter. Und wenn damit was nicht stimmt, dann gilt es eigentlich hier auf dieses Sheet zu gucken und zu gucken, wo gibt es Korrelationen. Also was verursacht noch Peaks? Hier auf der rechten Seite haben wir dieses Caching-System, den Redis-Cache. Hier auf der linken Seite die Datenbank. Und eins von den beiden Systemen wird im Normalfall irgendwie dann bei Performance Impacts irgendwie korrelieren. Oder meistens liegt es auch daran, wenn wir sehr viele Requests haben, wenn hier die Requests einfach hochgehen, dann wird der Need natürlich auch an CPU-Zeit und so weiter größer. Aber tatsächlich ist es so, wir haben eine automatische Skalierung auf den Webservern. Das heißt, CPU-Zeit auf den Webservern ist kein Thema. Da haben wir momentan immer 2 Instanzen laufen parallel. Und wenn einer ausfällt, kein Problem. Wenn wir im Endeffekt Traffic bekommen und die CPU-Zeit steigt, dann wird dynamisch eine dritte, eine vierte, eine fünfte dazugeschalten, gar kein Problem. Das einzige Bottleneck, das wir momentan noch spürbar haben, ist unsere einzige SQL-Datenbank, aber auch da sind wir dran, die im Endeffekt skalierbar zu machen, auch Richtung NoSQL und. Und ein Ansatz, der erste Ansatz, den wir hier jetzt gefahren sind, ist eben die Einführung des Redis-Caches. Da haben wir eigentlich schon eine sehr NoSQL-ähnliche Struktur
und tatsächlich ein System geschaffen. Wie gesagt, dieser Redis Cache, der verarbeitet bis zu 6000 Anfragen pro Sekunde und ist extrem performant. Der bewegt sich, also das ist die Auslastung von unserem Caching-System sozusagen. Das liegt bei 1%, also ist okay. Ich kenne mich in dem Zeitschriftenmarkt oder in dem Online-Markt nicht so aus. Ist das, was ihr macht, ist das einzigartig, ich nenne das mal ein Dach, ja, oder gibt es weltweit andere Firmen, die auch diesen Weg gehen? Ja, also journalistisch würde ich mal behaupten, ist es einzigartig, den Leser so stark einzubinden, wie wir es tun. Das heißt, dass der Leser Themen einstellen kann und dass wir im Endeffekt so nah am Leser sind, würde ich schon sagen, ist ziemlich einzigartig. Es gibt Ansätze in Amerika, die das auch ein bisschen verfolgen. Klar, man kann auch bei anderen irgendwo unter dem Artikel kommentieren, aber die Herangehensweise, vor allen Dingen auch dann für den Leser zu schreiben, also zu messen, über die Themen zu schreiben, für die sich auch Leser interessieren, und das im Endeffekt tatsächlich mit Daten zu messen, das ist aus meiner Sicht ein neuer Ansatz. Und von der technologischen Seite kann ich sagen, dass wir zumindest vor 3,5 Jahren, als wir dieses Oculus-Tracking angefangen haben zu entwickeln, dass es dort keine konkret ernstzunehmende Alternative eigentlich gab, sozusagen über diesen Viewport zu tracken, was war jetzt sichtbar oder wie auch immer. Deswegen würde ich auch behaupten, also aktuell gibt es ein paar Alternativen, aber ich würde behaupten, wir sind trotzdem extrem weit, es gibt, also da steckt der Teufel auf jeden Fall im Detail, er steckt im Endeffekt auch in der Technologie, im Endeffekt auch in der Skalierung, auch in der technologischen Skalierung und. Und deswegen mit der Tracking-Technologie sind wir sehr weit, mit den Algorithmen, mit dem Machine Learning, mit den Ansätzen sind wir auch sehr weit, weil es im Endeffekt gerade in der Branche, in der wir uns bewegen, das heißt, im Zweifel gibt es andere Technologieunternehmen, die so weit denken, wie Netflix und Co., Amazon und, aber in der Verlagsbranche, ich würde behaupten, nein. Und wenn ich jetzt Investor bin, und ich jetzt gehe mal von dem Regionalen weg, ist ja die Engine, die ihr entwickelt, es gibt ja Geschäftsmodelle, dass auch anderen online größeren, überregionalen Online-Anbietern auch anzubieten. Denkt ihr in diese Richtung oder macht das keinen Sinn, weil ihr unbedingt Leser braucht, die selber schreiben? Ja, also es macht schon Sinn, also technologisch macht es auf jeden Fall Sinn. Wir haben aber auch nicht nur Technologie aufgebaut, sondern im Endeffekt auch Erfahrung. Wir haben tatsächlich Mainz, Wiesbaden, Frankfurt von der ersten Stunde selbst im Endeffekt aufgebaut. Wir wissen, was es bedeutet und wir kennen im Endeffekt dieses Business, dieses Geschäft und wir trauen es uns sozusagen zu, entweder begleitend für Partner oder im Endeffekt auch sukzessive selbst dann dieses Geschäft auszubauen und wir sehen darin eine Value, vor allen Dingen eine Value, die eben auch auf ein überregionales Angebot hinauslaufen kann, aber die im Endeffekt auch Nischen abdeckt, die man dann bedienen kann, die man anders nicht rankommt. Also man kommt nicht vom Überregionalen ins Lokale. Das ist im Endeffekt, und dieses Lokale deckt im Endeffekt auch kein Player irgendwie aus Amerika so schnell ab. Da kann ich einfach irgendwie Amazon kommen mit einer Technologie für News und dann im Endeffekt hier in Deutschland sagen, jo, wir machen jetzt Lokalnachrichten. Die machen keine Lokalnachrichten, sondern die machen dann im Zweifel irgendwie überregional oder irgendwelche Aggregatoren. Die meisten machen irgendwelche Aggregatoren, wo sie einfach verschiedene Angebote von verschiedenen Verlagen zusammenziehen. Oder dann kommt Google mit Google News. Und dieses Lokale ist im Endeffekt eine Nische, die sehr, sehr interessant ist. Und wie wir jetzt mit Mainz, Wiesbaden, Frankfurt eben bewiesen haben, auch lukrativ sein kann. Die natürlich ein bisschen schwieriger ist zu skalieren. Aber prinzipiell die Technologie, also allein von der technologischen Seite würde ich sagen, absolut. Also kann man im Endeffekt auch überregional denken, kann man im Endeffekt auch weg von Journalismus denken. Man kann im Endeffekt auch in den Bereich Firmennetz, man kann in den Bereich Blogging, man kann im Endeffekt verschiedene Alternativplattformen damit potenziell betreiben. Ja. Und euer Mehrwert ist dann, wenn ich es richtig verstehe, diese 3,5 Milliarden, ich nenne das mal Datensätze oder Daten, die ihr habt über den lokalen Markt, den ihr schon da habt, weil das kann ja ein Amazon oder ein Google nicht... Ja. Das aber auch die Technologie, die sich noch darum befindet. Also Daten ist nicht der einzige Wert, den wir haben, sondern im Endeffekt, was wir machen können, wir können zum Beispiel, Journalisten können sich bewerben auf Snips. Wir können im Endeffekt Journalisten abrechnen, wir können Journalisten bezahlen. Da kommt eine XML raus und dann werden im Endeffekt Rechnungen generiert, es werden im Endeffekt
Man kann Aufträge buchen, man kann Dispositionen, man kann und. Da steckt noch eine ganze Reihe an Technologie dahinter, die einfach über dieses Datenthema auch hinausgeht. Und ich würde jetzt behaupten, hauptsächlich ist das interessant, gerade am Anfang. Das Datenthema wird interessant, wenn wir das Ganze skaliert haben. Also der tatsächliche Wert aus den Daten, der entfaltet sich erst später. Ja. Danke. Wie lange macht ihr das schon und war das von vornherein als so ein datengetriebenes und ML-getriebenes Thema geplant oder hat man erstmal einfach so eine so ein Lokalredaktionssystem mit Werbeanzeigen angedacht? Ja. Wir haben es tatsächlich sehr technisch gedacht am Anfang. Wir hätten mit Sicherheit nicht, wir haben nicht perspektivisch alles in der Gänze, wie wir es jetzt auch sehen, auf dem Schirm gehabt am Anfang, aber wir haben es sehr technisch gedacht. Wir haben es auch sehr datengetrieben gedacht, zumindest haben wir sehr datengetrieben gedacht, auch weil wir ein sogenanntes Data-Driven Development verfolgen. Das heißt, wir messen nicht nur für die journalistischen Bereiche, ob es sich lohnt, über einen Artikel zu schreiben, sondern wir messen zum Beispiel auch, lohnt es sich, eine Entwicklung zu machen, ein neues Produkt einzuführen oder auch einen Button irgendwie in Rot darzustellen oder in Grün. Was ist im Endeffekt besser? Und wir können das sozusagen beziffern allein von Daten. Das heißt, gewisse Entscheidungen müssen wir müssen nicht irgendwie jeden Tag lange Meetings machen, um im Endeffekt zu entscheiden, was ist besser oder schlechter, sondern wir können es im Endeffekt ausprobieren. Das ist sozusagen in unserer DNA drin. Genauso ist in unserer DNA dieses Technische auch sehr stark drin. Aber tatsächlich ist es so, dass ich mal behaupten würde, dass das komplette Potenzial, was in den Daten steckt, dass wir selbst das heute noch nicht in Gänze erfasst haben. Wie lange seid ihr da dran an dem Ganzen jetzt? Also wie gesagt, 3,5 Jahre so hauptsächlich an der Entwicklung. Also vor 4 Jahren gab es die Idee, gab es im Endeffekt auch die Gründung. Vor 3 Jahren etwa war die Beta-Phase. Da sind wir dann quasi, war so die ersten Anfänge. Und so also es ist ein Prozess. Also je nachdem, wie die Schritte sind. Ja, also an dem Thema SVD, weiß nicht, seit 1,5 Jahren, 2 Jahren oder so, ja. Also das erste Mal, wir hatten es am Anfang auch anders gedacht. Wir haben am Anfang auch nicht in den Algorithmen gedacht, sondern wir haben gedacht, da kam der Manuel, unser CEO, kam im Endeffekt auf die Idee, was ist, wenn ein Leser einen Artikel liest, der kann doch seine Informationen vererben auf diesen Artikel. Und dann kann doch der Artikel im Endeffekt auf weitere Artikel wieder erben von eben ähnlichen Lesern. Also er wollte im Endeffekt, er hat ein Vererbungsmodell gesehen, wo im Endeffekt jeder Leser alle Artikel, die er bisher gelesen hat, auf jeden weiteren Artikel vererbt, den er zukünftig dann liest. Und da sind wir dann an extreme Grenzen gestoßen. Also da sind Zahlen dabei rausgekommen, die waren extrem hoch. Also diese Zahl hat wieder so viel Anzahl an Stellen gehabt, die war irgendwie 32 Millionen dann. Also das ist im Endeffekt, das sind gigantische Verkettungen im Endeffekt aufgetreten und da haben wir uns nach Alternativen umgeguckt und diese Matrix Factorization war eben eine davon. Ja. Du hattest auf der allerersten Slide ja so ein bisschen eure Architektur dargestellt. Ja. Und jetzt hattest du es gerade mal kurz erwähnt, so mit Load Balancing und Skalierung. Ja. Was von den Komponenten, die ihr einsetzt, kann von Azure denn schon als sozusagen Serverless, wie man heute sagt, Software as a Service, was ist Platform as a Service, habt ihr Kubernetes, was sind da noch VMs? Tatsächlich haben wir eine VM, eine Elasticsearch VM. Alles andere ist Service. Alles andere ist Service. Und das ist die SQL-Datenbank. VM. Nee, die SQL ist auch ein Service, also SQL ist Service, also Elasticsearch ist quasi momentan in der VM. Es gibt auch Elasticsearch als Service, also wir sind im Zweifel nicht gezwungen, wir arbeiten sehr viel mit diesem Service und tatsächlich von der Infrastruktur und im Endeffekt auch vom Deployment-Prozess und. Wir, an uns geht das Thema Container sehr stark vorbei, hauptsächlich, weil wir uns nicht damit beschäftigen müssen, weil wir uns weil wir es im Endeffekt als Service nutzen können und im Endeffekt auch nutzen wollen. Aber wir achten auch darauf, dass wir uns nicht unbedingt dann in der Hinsicht sehr stark abhängig von Azure machen. Das heißt, wir gucken auch schon nach Alternativen und was würde es bedeuten, wenn wir die Hosting-Strategie im Endeffekt auch ändern würden. Und da denken wir natürlich auch über Container
containerbasierte Systeme nachher. Aber momentan gibt es tatsächlich keinen akuten Need, an der Stelle auf Container umzustellen. Ne? Gut, machen wir Feierabend.